Guten Tag. Wie schon, oder wie wir im Norden sagen würden, moin moin, wie der Dietmar oder die Susanne sagen würden. In diesem Fall begrüßen wir euch recht herzlich zu einem weiteren Acryl-Webinar. An meiner Seite Ralf Ricker und Stefan Lützel. Und ja, auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und im Chat geht es auch immer fröhlich ab. Und um das nochmal abzuklären, also im Chat kann man natürlich teilnehmen und Fragen stellen. Das ist natürlich total super. Man kann sich aber natürlich auch über, wann die Sonne untergeht in der Welt oder irgendwie Wasserqualitäten in verschiedenen Regionen der Welt unterhalten. Also man hat verschiedenste Möglichkeiten. Bei uns ist es schon finster. Genau. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass heute Abend das mit Acrylfarben weitergeht. Weil, na, ich habe ja letzte Woche auch schon mit Acrylfarben gemalt, aber dieses Mal ist es so, dass ich jetzt einfach auch mal auf was Spezifischeres eingehe mit den Acrylfarben, nämlich auf eine Strukturpaste. Also das heißt, bei der Acrylmalerei gibt es extrem viele Malhilfsmittel. Also das ist irgendwie sowas, was viel extremer ist in ich glaube, es gibt kaum eine andere Technik, denke ich. Ne? In der Ölmalerei gibt es auch sehr viel, aber das tut alles dasselbe. Ne? Vom Prinzip her ja, aber bei der Acrylmalerei ist es völlig endlos. Aber da werde ich dann drauf zu sprechen kommen. Ansonsten ist es Ton, so... Ton. Ja, irgendjemand schreibt Ton. Echt? Naja, eigentlich... Gundel Busch schreibt Ton. Susanne Stiller schreibt Ton, ist da. Ja. Ja. Gundel Busch. Ja. Wir werden immer... Wir sind schon ein bisschen kindisch, das muss man ehrlich sagen. Dabei haben wir noch nicht wirklich getrunken. Also wobei... Apropos. Ja. Apropos. Also. Prost. Auf den heutigen Prost, Abend. Prost, lieber Chat. Na? Bei der ersten Danksagung, weil wir schon beim Thema sind, möchten wir uns beim Rainer bedanken, der diese Woche da war. Also... Sachspenden. 1,75 Liter polnischer Belvedere Wodka. Ne? Das heißt, er kann es kaum heben. Also das ist einfach so. Also, ja, lass uns einen heben. Bitte nicht schon wieder. Genau. Also es ist schon amtlich, diese Flasche. Also wir haben jetzt auch getestet, sind jetzt dabei. Und ja, ansonsten... Im Vergleich zu einem Standard-Unterarm. Unglaublich, oder? Ja. Also Wahnsinn. Ich weiß noch gar nicht, was ich aus dieser Flasche mache, weil die schaut schon schick aus, wenn man da durchschaut und so, ne? Da kann man dann das Belvedere sehen. Was ist das, der Sitz der polnischen König? Ja. Mhm. Ja, wir haben das gegoogelt. Ja, genau. Wir haben es voll geschlaut. Also, so. Rainer, falls du im Chat bist, aber ich weiß nicht ganz genau, ob er jetzt gerade live dabei ist. Vielen herzlichen Dank. Der Dank schmeckt doch ausgezeichnet. Das stimmt. Ja. Kann man? Ja. Ja. Da unten hat er also es ist wie eine Werbeveranstaltung für Alkohol hier. Also das ist vielleicht, das wir, nein, wir sind keine Werbeveranstaltung für Alkohol. Ja. Oder für Alkohol. Nein, lass mal's. Nein. Für Anonyme oder wie auch immer. Ne? Aber nichtsdestotrotz bedanken wir uns natürlich recht herzlich wiederum dann für die Finanzspritzen. Spenden. Genau, die uns dann über PayPal zum Beispiel und auch über mein Konto uns zugekommen lassen wurde. Ich kriege das nie grammatikalisch hin, das ist unglaublich. Ne? Ja, weil so wenige Leute sich daran beteiligen. Okay. Und deswegen hast du noch keinen Satz genau, dafür übrig. Ja, aber auf jeden Fall bedanken wir uns gar recht herzlich bei der Anja. Beim Bernd. Bei der Claudia. Bei der Gesje. Bei der Gundel. Beim Günther. Bei der Heike. Bei der Judith. Beim Kevin. Bei dem Malgorsata. Die Malgorsata. Genau. Dann Martina. Max. Ralf. Regina. Und Uwe. Vielen Dank von unserer Seite her. Ja, das ist die Sache. Ich habe nämlich jetzt dann, das ist mir nämlich heute eingefallen, ich werde auch noch, weil ich immer wieder gefragt werde, oh, für diejenigen, die kein PayPal haben, werde ich jetzt dann auch unten in die Videobeschreibung dann auch noch meine Kontoverbindung reingeben. Vielleicht, ich werde es heute Abend noch machen oder so, aber jetzt ist sie gerade nicht da. Ich werde es aber jetzt künftig dann immer in den Videobeschreibungen dann noch aktualisieren, dass da auch noch dann für diejenigen, die eben kein PayPal haben, die Möglichkeit besteht, natürlich uns einen Kaffee auszugeben. Ne? Oder an Wodka. Ne? Oder zwei. Oder zwei Kaffees, ne? Damit man nicht aus einer Tasse trinken in der heutigen Zeit. Mhm. Das ist nicht so easy, ne? Ja. Naja, also lassen wir es so. Aber nichtsdestotrotz gibt es noch die andere Möglichkeit natürlich, das sieht man auch eingeblendet, nämlich bei mir, über Facebook und Instagram.
uns zu unterstützen. Und es gibt eben dann noch die andere Geschichte mit der Nützwoch-Gruppe auf Facebook. Nützwoch suchen, Beitrittsanfrage stellen und zugelassen werden. Ich habe schon wieder vergessen, dich. Ja, tja. Ich war so beschäftigt. Das ist immer meine Premium-Ausrede und so. Ne? Ich war so beschäftigt. Und dann um die ganzen Präliminarien. Ja, Moment, wenn wir schon beim Kontakten sind, dann würde ich vorschlagen, dass wir doch auch noch gleich irgendwie die Möglichkeit, es gibt auch die Möglichkeit, sich beim Stefan beim Newsletter anzumelden. Man wird nicht zugespammt. Ja, das hat nämlich dann auch noch einen anderen Grund, weil ich habe das eben auch noch nicht auf der Webseite, kommt aber jetzt noch und dann kommt auch noch eine Aussendung raus. Und die Aussendung kriegen natürlich die im Newsletter-Verteiler sind, weil vom 2. bis zum 30.05. die Nora ist schon angemeldet hier im Chat. Die hat sich schon prophylaktisch, egal für welches Datum, angemeldet. Vom 2. bis zum 30.05., das sind 5 Termine, gibt es dann wieder ein Webinar und es wäre in dem Fall Akt in Farbe. Und wer da die Informationen haben will, der kann entweder dann auf meiner Webseite schauen oder in den sozialen Medien werde ich es ankündigen oder eben über das Newsletter, das ich dann aussende, kriegt man dann die Informationen. Und dann noch, wer mich dann aber live und in Farbe sehen möchte, der kann ins Montafon kommen, nach Schrunst-Schugunst ins Kunstforum Montafon. Und da ist dann diesen Monat vom 22. bis 24.04. das Thema Charakterkopf. Also das heißt, wir werden Porträts malen nach Fotografien. Da kann man natürlich seine eigenen Fotografien auch mitbringen. Also das ist jetzt zwar ein bisschen früh, aber zum Beispiel für Weihnachten, wenn man dann seine Lieben porträtieren möchte. Warum schaust du mich an? Weil du es ja auch schon gemacht hast. Das macht jeder irgendwann mal, oder? Also das ist so, warte mal kurz, ich brauche ein Geschenk. Oh, ich male dem was. Aber wobei, ich muss gestehen, ich habe wirklich keine guten Erfahrungen damit gemacht, ungefragt Bilder zu verschenken. Mhm. Also das ist schon öfters mal in die Hose gegangen, muss ich gestehen. Also diese Bilder sind dann oft hinter einen Schrank gelandet. Also alles, was ungewollt ist, ist schon schwierig. Also muss schon Treffer landen. Und dann natürlich hast du gesehen, dein Buben, 3 Bilder und sie hat sich dann die Zeitung ausgesucht. Ja, ja. Ne? Also du dich abgemüht hast, Ölfarbe verbraucht hast, wirklich den Bösner unterstützt und Gerstecker und wen auch immer. Und dementsprechend würde ich sagen, das wären jetzt die Termine und uns bleibt jetzt nur noch eine andere Sache übrig. Wenn ihr eine Frage habt und dass der Ralf natürlich das auch hervorragend schnell liest, gebt einfach mal einen Namen an. Das heißt mit @ und dann Stefan den Namen anfangen und wenn ich dann markiert bin, dann scheint die Frage bei uns gelb auf, oder? Orange, aber egal. Egal. Genau. Also ich lese ja sowieso alles. Vielleicht überlese ich manches aus Versehen oder absichtlich. Im Nachhinein lese ich dann manchmal Sachen durch und denke mir, das hat er mal gar nicht vorgelesen. Echt? Wirklich, das sind so das ein Lob und positive Sachen und die liest er mir gar nicht vor. Ne? Naja, wenn es gerade nicht passt. Okay. Stefan, was hast denn du für ein Bild im Hintergrund? Ja, Stefan, was hast denn du für ein Bild im Hintergrund? Im Chat ist es schon besprochen worden, die sind schon viel weiter. Was, das Bild? Die haben das Bild schon besprochen. Echt? Was haben sie gesagt? Ja, die Dame kommt unter den Hammer. Das ist ein Wahnsinn einfach, wie gefinkelt das alles ist und so, ne? Ja, also schon sehr gut. Was ich aber dazu zu dem Bild sagen möchte, also ich kann es mal vorholen, damit ihr das gut sehen könnt. Also der Hammer. Ja? Ich sag nur Ursula, sei Dank. Ich schaue jetzt noch schnell, wer den Witz gemacht die hat Heilige mit der Dame Ursula. Unter dem Hammer. Für diejenigen, die es interessiert, das Bild ist... Oh, kannst du mal das Banner wegmachen, bitte? Ja, na gut. Nur kurzfristig. Das ist so, warte mal kurz, ich gehe mal auf Augenhöhe, ne? dann müsste es scharf sein. Scharf. Das ist mit der Apelles-Palette gemalt, also mit Anders-Sorn-Palette. Das heißt, weiß, Titanweiß, lichter Ocker, Cadmiumrot und Schwarz. Mit den Farben ist das gemalt. Elfenbeinschwarz nehme ich an. Ja, genau. Ja. Wobei, ich habe dann am Schluss sogar, muss ich gestehen, ich habe ein bisschen gemogelt und habe Paints Grau verwendet. Und das ist in dem Fall ein Elfenbeinschwarz mit Ultramarinblau vermischt. Mhm. Also das ist ein bisschen blaustichiger. Dadurch kriegt man natürlich knusprigere Grüntöne und so. Also das ist auch so das war ein bisschen der Zaubertrick. Also das habe ich dann auf der Outhollandzer Seite gesehen. Jeanette Stein schreibt @ Stefan Nützel. Mhm. Guten Abend, dir und Ralf.
Okay. Ja, sie hat Stefan Nützel dazu geschrieben, deswegen lese ich es vor. Okay. Das war jetzt nur ein Testlauf. Später lese ich dann eh nicht okay. mehr alles vor. Ah ja, dann ist es orange. Ich sehe es gerade. Ja, sie ist jetzt wieder da. Und der Hammer hängt. Ja. Zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Ja, also und dementsprechend sind wir jetzt eigentlich schon, okay, 10 Minuten. Und das heißt, jetzt gibt's den also, Ralf seine Besprechung. Der Ralf war wieder wahnsinnig fleißig, hat ein Bild gemalt, das noch total nass ist. Ui, ich habe es gar nicht hergeholt. Nein, das macht nichts. Das ist kein Problem. Du kannst es jetzt ja reinhalten. Macht nix. Ich halte es mal, in die Kamera. Du kannst es reinhalten. Das ist der Ausblick von meinem Büro. Ja, und was hast du dabei gedacht? Ich habe mir gedacht, scheiße, ich muss noch eine Hausübung für den Nützel malen. Okay. Ich aber kannst du bitte die Kraftausdrücke weglassen? Du wolltest wissen, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir... So. Meine Aufgabe vom letzten Mal war ja eher irgendwie, waren Verbesserungsvorschläge für die Bilder, die ich letztes Mal gebracht habe. Das ist mir nicht gelungen, das umzusetzen. Haben wir gedacht, ich muss noch ein neues Bild malen. Deswegen ist es auch noch nass, weil das habe ich gestern gemacht. Was habe ich gesagt? Verbesserungsvorschläge? Ja. Für? Für die Hausübungen, die ich das letzte Mal gebracht habe. Mhm. Okay. Mhm. Und dann habe ich schnell nochmal irgendwie gestern was gemalt. Und nein, es ist kein Birnbaum, es ist ein blühender Kirschbaum. Und der schaut bei mir beim Fenster rein, wenn ich beim Büro sitze und beim Fenster rausschaue. Mhm. Echt, wenn du aus dem Bürofenster rausschaust? Ja. Mhm. Schön. Also Fenster, es ist ein Wintergarten, es sind große Fenster. Aber das ist das, was ich sehe, wenn ich am Monitor vorbeischaue. Ja, aber meistens schaust du nur auf den Monitor. Ja. Ja, das ist das Ding. Mhm. Naja, das ist halt, dafür, dass es in der Stadt ist, wirkt es natürlich dann schon sehr idyllisch, kann man sagen. Ja, ja. Aber das ist so an sich kommt man da so ein Hinterhof, der ganz grün ist, ne? Mhm. Ja, ja, das ist schon... Ja. Ich wohne schon ganz schön. Ja, da ist natürlich ein bisschen das Problem, dass die Vorlage auch relativ schwierig ist. Weil die Vorlage eben auch so, wenn ihr mal die Augen zusammenkneift, dann ist es so, dass eigentlich eine Diagonale durch das Bild läuft. Die Diagonale geht von links unten nach rechts oben, wo die Dunkelheit ist, und dann der obere Teil, der andere Teil ist eher heller. Und problematisch, und das hast du auch in deinem Bild nicht gelöst, ist eigentlich die Stelle... hier. Ups. Ah, ich muss mich umdrehen. Kannst du mit links machen? Ich kann es mit links machen. Hier, diese Stelle hier. Mhm. Also die ist dann so, die soßt dann zu. Ne? Und jetzt ist dann so die Frage, wie kriegt man es dann hin? Ne? Also das ist so, du hättest sogar echt wirklich da noch das Weiß noch ein bisschen verstärken können. Ich finde aber trotzdem, dass dann so dieses Lichte ist ganz gut in der Ecke da links unterm Baum. Was aber dann ein bisschen irritierend ist, das ist diese Lichtflecken, die du da unten siehst am Gras, also im Schatten, die hätte ich gar nicht gemacht. Und bei dir sind sie irgendwie so, da hast du nicht wirklich dran gehalten, an diese Streifen, weil die auch blöderweise eine Perspektive machen. Mhm. Also ich finde, bei der Landschaftsmalerei ist zum Beispiel das total spannend, zum Beispiel eine Fläche zu haben, wo nichts passiert. Also wie eine Wiese oder so. Ja. Also vermeintlich nichts passiert. Aber tatsächlich du dann da drin die Perspektive erkennen kannst. Mhm. Also jetzt beim Gebäude ist immer ganz klar. Aber jetzt bei der hast du auch bei den Wolken, dass die dann eben so von der Seite dann manchmal in die Tiefe gehen und solche Sachen. Und das sind so Sachen, die würde ich nicht verschenken an deiner Stelle, weil die nämlich dann, du hast nämlich einfach die Diagonale, die jetzt von der linken Ecke reingeht. Mhm. Und da ist die Diagonale, die an der Hauskante entlang geht. Die natürlich dann so direkt zu dem Baum führt. Mhm. Und ich finde es super, dass du dich überhaupt an das Motiv gewagt hast. Was mich natürlich dazu bringt, dass wir bei dem nächsten gemeinsamen Malen dann vielleicht mal eine Landschaft machen. Mhm. Na? Weil das plötzlich ganz andere Kriterien sind, das merkst du ja. Mhm. Du machst jetzt Blätter. Ne? Mhm. Und da ist es so, je abstrakter du das machst, und interessanterweise, ich finde, dass du das auch ganz gut gemacht hast, dass du möglichst viel Farbe draufgegeben hast. Mhm. Du hättest aber... Deswegen ist es auch noch nicht drauf. Ja, genau. Es ist aber auch so, dass dieser zufällige Pinselauftrag, den kann man echt wirklich auch so machen, dass man den Pinsel total klobig voller Farbe macht und den dann eigentlich auch dann manchmal so verschmiert, dass der Farbauftrag total zufällig wird. Mhm. Und was auch noch hilft ist, aber die hast du ja bei mir vergessen gehabt, ne? Ich hab noch ein paar andere Zeugs und es ist eh auch gespachtelt. Also da ist eh ganz viel Zeug drinnen.
Ich habe sogar mit zusammengeknüpfter Küchenrolle dann so. Ja, das ist gut, ja. Duften so. Und das ist aber so, da hilft es dann auch einfach mehr Farbe drauf zu koffern. Da werden wir jetzt beim Farbe koffern. Das ist ja gerade irgendwie so ein Running Gag irgendwie in der Nützwochgruppe. Es wird gekoffert, was das Zeug hält. Ne? Und dann auch dieses Haus. Ne? Also das Haus, das Weiß im Haus, das ist irgendwie zu verwandt. Du hast oben, durch das viele Übermalen, ist das Rosa dann langsam abgekackt. Also das heißt, das warme Weiß. Ne? Im Endeffekt könntest da echt schon noch ein bisschen was tun. Aber diese ganzen Weißteile des Gebäudes, die hätte ich fast noch ein bisschen kühler gemacht, dass die noch mehr im Schatten sind, damit sie sich so von dem Baum unterscheiden. Weil das Oberteil des Bildes ist der Baum. Und der trennt dann das Bild nicht ganz in der Mitte, aber fast in der Mitte. Und das hätte ich jetzt schon getrennt. Also das heißt, die große Schwierigkeit bei dem Bild, was du nicht geschafft hast, ist aufzuräumen. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass du das eigentlich immer machen musst. Das musst du auch bei den Figurenbildern machen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorlage hast, wo es nicht hundertprozentig klar ist, musst du eine Entscheidung treffen. Weil wie in der Bildbearbeitung, man würde es in der Bildbearbeitung vielleicht auch irgendwie verändern und irgendwas abdunkeln oder also nachbelichten oder abwedeln und aufhellen und so. Also solche Sachen würde man auch bei der Bildbearbeitung machen, wenn es zu undeutlich ist. Und das muss beim Malen auch, gerade wenn du ein Motiv hast, das so zusammengeht. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so viel Farbe hast und gibst es rosa drauf, musst einfach noch massiver werden. Mhm. Und vielleicht hilft da auch die Spachtel oder so. Also insofern machen wir das dann beim nächsten. Ja. Na? Gut gekoffert. Gundel Busch schreibt, Ed Stefan Nützel, das klingt ja alles spannend. Vorher hat schon der Fabian Pichelmeier geschrieben, quasi plein air, ja. Wobei ich habe schon ein Foto gemacht, weil ich habe es in der Nacht gemalt. Dann Plein Air Painting with Ingo E.P. Ulrich schreibt, Ed Stefan Nützel, blöde Frage, aber wo finde ich die Nützwochgruppe? Fabian Pichelmeier hat geantwortet auf Facebook. Genau. Mhm. Auf Facebook ist es dann einfach Nützwochgruppe suchen und dann wird man, kann man eine Beitrittsanfrage stellen. Beitrittsanfrage, ja, genau. Ja. Peter K. schreibt, es wird gekoffert, was das Zeug hält. Ich verstehe nicht, warum Vollkoffer in Wien ein Schimpfwort ist. Ja, das ist halt... Ist halt es ist ja so liebevoll gemeint. Genau. Sehr liebevoll. Ja. Sehr liebevoll. Ja. So, nein, das war's schon. Sonst steht da ganz oft guten Abend. Werner Täuber schreibt, impressionistisch schön. Schön. Schön Frühling, schreibt Alexandra Noles. Ja. Elesan 00 schreibt, toller Ausblick, so ein schönes Bürofenster hätte ich gern. Hätte ich auch gern. Nein, hätte ich nicht. Ja. Mich macht, also ich muss ehrlich sagen, ich brauche gar nicht so viel Natur. Wie heißt das schön, Tante Jolisch? Was die Natur angeht, so reicht man das Schnittloch auf der Suppe. Mhm. Ne? Mhm. Das ist irgendwie so mein Ding. Alles, was schöner ist, als auf ist. Ja, also, genau. Aber. Ich trag das mal. Na, warte. Die Hausaufgabe für nächstes Mal. Weil Stefan hat nämlich schon angekündigt, dass er eine Person ist. Ja, aber das muss ich umschalten, damit ihr sein schmerzverzerrtes Gesicht jetzt gleich sehen werdet. Ja, genau. Okay, geht. Geht's? Ja. Hast du Angst? Ja. Was du machst ist... Oh, mach schnell, ich krieg einen Krampf. Na, geht nicht. Du nimmst eines deiner ersten Bilder. Mhm. Also wir haben ja jetzt hier 24, ich habe gesehen, wir haben 24 Ordner in dem Ganzen. Und du nimmst eines dieser ersten Bilder, das du überhaupt nicht gelungen empfindest und machst ein gutes Bild draus. Also ich mal drüber oder ich mal es neu? Nein, du malst drüber. Ich mal drüber? Ja, du malst drüber! Ich hab die alle nicht mehr, ich hab die alle schon verkauft. Ach so. Alles Lüge! Alles Lüge! Ne? Sag ich nur. Also, würde ich jetzt einfach mal okay, sagen. Okay, gut. Ne? Ja. Aber eins von den ersten Bildern mit der Palette oder eins von den ersten Bildern überhaupt? Jetzt, was hier entstanden ist, da kannst du ja irgendeins aussuchen. Das ist mir wurscht, ob es das erste ist oder das letzte. Also irgendeins, das du als nicht gelungen empfindest. Weil nämlich, was nämlich der Na, weil die ganzen... Weil also ich frage, weil ich habe ja mit der Palette habe ich ja jetzt schon ein paar gemacht, die nicht gelungen sind. Und davor hatte ich ja die andere Farbpalette. Und da sind natürlich auch ein paar nicht gelungen. Genau, und das kannst du aussuchen. Okay. Das kannst du aussuchen, weil nämlich mir geht es eigentlich darum bei dieser Übung ist...
du arbeitest ja nicht immer nur à la prima. Also das heißt, du arbeitest schon ein paar Mal dran. Aber dann einfach auch mit einem größeren Abstand jetzt an das Bild ranzugehen und natürlich auch jetzt mit der jetzigen Erfahrung, die du hast, dann da reinzugehen. Das Risiko kann natürlich sein, dass es echt wirklich einfach total, dass du den Faden verloren hast und dass du es total ruinierst und wegschmeißen musst. Aber das Risiko muss man eingehen. Aber letztendlich geht es eben darum, das Bild dann weiterzubringen. Und in der Regel ist es eben so, dass ein Bild, also wenn es gelungen ist, hat man rechtzeitig aufgehört. Und was meistens passiert, also es sind nur die Sternstunden der Malerei, ist entweder man hört zu früh auf oder zu spät. Und das, was wir als Meisterwerke sehen, sind einfach die Bilder, die eben rechtzeitig aufgehört wurden. Wo das, was der Künstler ausdrücken wollte, genau auf den Punkt gebracht wurde. Und dass der Weisheit letzter Schluss war. Und das ist das, was ich sagen wollte. Also das ist irgendwie so das Ding. Okay. Okay. Es gilt nicht, also es gilt nicht, dass ich da zuerst mal drüber grundiere über das ganze Ding. Auf die Struktur, die da ist. Nein, kein neues Bild malen, sondern nein, du solltest eine. Dasselbe Bild. Du kannst ja auch eins nehmen, ist mir wurscht, das ist deine Entscheidung. Du kannst ja eins nehmen, wo du sagst so, ja, da bin ich in der Zielgeraden verhungert. Da könnte man noch was dran machen. Oder es ist so, du siehst das Bild an und denkst, ah ja, okay, das ist ganz gut. Aber das müsst ihr noch verändern. Also so, denke ich, wäre das eigentlich die Geschichte. Passt, ich kenne mich aus. Gut? Okay. Super. Demnächst in diesem Theater, würde ich sagen. Ne? Drüber malen fetzt, schreibt Annette Bayer. Ja, da bin ich gespannt. Manuela Kastenhofer. Hallo Manuela, ich glaube, ich habe deinen Namen noch nicht vorgelesen. Aber zumindest die kenne ich. Jetzt gehängt. Das ist aber sehr schön. Nein, die Manuela war schon ab und zu mal beim Live-Chat dabei. Ja, okay. Ja. Schreibt mega Aufgabe, Daumen hoch. Komplett übermalen oder es verändern? Ja, nur verändern. Nein, komplett übermalen ist nicht. Wood Spirit, ne? Schreibt, coole Aufgabe. Gundelbusch schreibt, sowas liebe ich, drüber koffern. Fabian Pichelmeier schreibt, Zwischenfirmen ist nicht vergessen. Ich hätte es vergessen. Ei, oi wei. Oi wei. Peter K. schreibt, man hört richtig die Räder in Ralfs Kopf rattern. Ja, das hat man jetzt echt wirklich gesehen. Ja, nein, ich habe überlegt, ob ich da einen lustigen Witz draus machen soll, dass ich zuerst mal mit einer Grundierung anfange. Vergiss es. Also, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal auf die Materialien ein, oder? Das ist jetzt irgendwie so, weil das Motiv, das habt ihr ja schon gesehen, ne? Also das Motiv ist ja dann dieses Kipferl, also das kann sein, dass, wir haben das nämlich jetzt gerade irgendwie mal wieder was Neues ausprobiert, das iPad, das hat immer mal wieder, flackert einmal ein bisschen, aber es flackert immer nur kurz, ist aber gleich wieder da. Aber mal schauen, ob es das macht. Aber ich habe jetzt dieses Kipferl nochmal ausgesucht, weil ich habe dann lang rum überlegt, wie ich das machen könnte mit dieser Strukturpaste. Und die Geschichte war die, ich hätte liebend gern eine Figur gemacht oder einen Akt. Aber da ist es einfach so, wenn ich jetzt da zu viel Struktur reingebe, dann schaut es ein bisschen komisch aus, weil es nicht wirklich Sinn macht. Wenn ich aber jetzt den Ralf malen würde, dann würde es sehr viel Sinn machen, die Strukturpaste zu verwenden. Vor allem im Gesicht. Ja, also wegen der Falten. Na, wobei bei dir nicht so. Aber bei alten Leuten gibt es dann so Möglichkeiten. Dann der Bartschatten ist auch, also der Bart ist auch eine gute Geschichte. Ne, du bist noch nicht so faltig, ne? Also das ist so faltig. Aber die Haare wären es gewesen. Na, da kann man es machen. Ich weiß nicht, ob du das... Es gibt ein Bild vom Sebastian Krüger vom Reinhold Messner. Und das ist einfach 1,50 Meter auf 1 Meter. Das ist ungefähr das, was ich mit dem Baum gemacht habe. Ja, aber der hat dann das gemacht. Der hat dann diese Strukturpaste drunter und hat einfach mit einem Pinselstiel gemacht und dann hat er drüber gemalt. Das ist ein total super Effekt. Also sowas in der Art wird heute auf euch zukommen. Und ansonsten erkläre ich mal die Materialien. Ich muss mal schnell vorlesen. Ingo E.P. Ulrich schreibt, so, hallo alle nochmal, jetzt ohne sperrigen Namen. Ich hoffe, du bist nicht eingeknickt wegen unserem dummen Gerede. Hä? Das wäre so die Geschichte. Da hätten wir nämlich noch Luft nach oben. Dirk König schreibt, Ed Stefan Nützel, wie wäre es, wenn du auch ein Bild aus dem Anfang der Streams aufpimpst, zum Beispiel? Aber das ist aber eine gute Idee. Ja, aber das, da müsste ich aber Öl machen. Das ist wirklich alles schon verkauft, oder? Nee, ich hab echt ein paar. Also ich hätte zum Beispiel ein Bild von dir. Ich hab einige. So. Das ist aber... Dirk, das werde ich sogar machen. Das wäre doch ein schöner Anfang fürs Ende des Grünstreams. Nee, bei der
Acrylmalerei. Also du müsstest, nein, das wäre dann das erste Ölbild, das du dann faktisch. Ja, also das wäre, ich brauche ein bisschen mehr Abstand dazu. Also es wäre wichtig, dass, man zeitlich einfach einen großen Abstand hat, damit man wieder locker wird, ne? Locker. Also oder einfach eine Distanz hat zu dem Ganzen, ne? Heute ist es so. Oh, der Fabian Pichlmeier übernimmt die Aufgabe vom Sascha, den wir alle gerade vermissen, weil noch niemand irgendwie wegen den Likes sich gekümmert hat. Genau. Ich übernehme das auch ein bisschen. Vielleicht, wenn es euch gefällt, es wird noch besser. Wenn er dann zum Malen anfängt, wird es besser, versprochen. Vielleicht. Könnt ihr gerne auf den Daumen drücken und, warte mal, ich muss das irgendwie über ein Bild machen, weil dann sieht man ihn auch im Kleinen ganz gut. Mhm. Schau, das ist ja von der Form her fast so. Ja, genau. Ja. Ja, Gundelbusch hat schon geliked. Danke, Gundel. Sehr schön. Ja, ja, passt. So, und vielen Dank. Fangst du jetzt dann mal an? Also die Materialien sind einfach so, dass ich heute hier dieses Impasto-Gel-Medium verwende. Und ich verwende, also ich habe das ist echt ein Medium, das ich immer viel verwendet habe, um dann auch zum Beispiel meine Farben dann einfach ein bisschen körperhafter zu machen. Und eine andere Sache, die werdet ihr gleich am Anfang sehen, um sie transparenter zu machen. Also das heißt, ich mache sowas wie Lasuren, die aber eigentlich keine Lasuren sind, sondern sie sind tatsächlich dann ganz dicke Schichten, die transparent sind. Das ist das, was ich dann machen werde. Und mit dem arbeite ich dann. Natürlich Malspachteln habe ich verschiedene. Und womit ich dann den Ralf heute diesmal auch wieder völlig irritiert habe, war, dass ich heute was zeichnen werde. Weil das dann eigentlich in dem Prozess relativ wichtig ist, dass ich das mache. Was die Pinsel angeht, habe ich hier diese Acrylmalpinsel von Lascaux, und ihr seht, die sind schon echt seit vielen Jahren in Betrieb. Und ich habe es das letzte Mal schon gezeigt, hier, wenn die dann gewaschen sind, lasse ich immer die Seife im Pinsel. Und dadurch macht er dann diese Form. Und wenn ich dann das Malen anfange, das ist jetzt ganz hart hier. Na? Wenn ich dann das Malen anfange, dann mache ich den Pinsel auf. Na? Und dann kann ich wieder malen. Aber der Vorteil ist einfach, dass dann meine Pinsel eigentlich immer in Form bleiben. Also siehst du es, die sind echt super alt. Der da, das kannst du echt an der Zwinge erkennen, dass das ganze Ding schon echt super alt ist. Und da vorne, das ist jetzt echt ein bisschen blöd zu erkennen, aber es ist so, dass diese Synthetikpinsel dann an der vordersten Spitze dann so umknicken. Mhm. Das ist richtig was Unangenehmes. Das machen hier die da noch viel mehr. Mhm. Das ist das. Und beim Ölmalen, finde ich, ist es so, dass sie halt natürlich nicht mehr zu reinigen sind. Die kannst du fast nicht mehr sauber machen. Das ist echt richtig bescheuert. Bei der Acrylmalerei geht es einigermaßen, das aus den Synthetikpinseln rauszukriegen. Aber wenn sie dann älter sind, der da zum Beispiel, wenn ihr das anschaut, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den kriege ich nie mehr zusammen, weil da schon zu viel Farbe drin ist und den kann ich nicht mehr zusammenkleben. Der ist schon gewaschen, der wird immer ein Schrubber bleiben. Und da ist es auch so, dass ich lieber natürlich längere Pinsel habe, weil wenn die dann da drin sich die Farbe sammelt, das merke ich hier, wenn ich mit dem Fingernagel reingehe. Wenn sich da drin die Farbe sammelt, dann zerspragen die sich so, na, so wie hier. Aber wenn die länger sind, dann kann ich die vorne wieder zusammenkleben, auch mit der Farbe. Drum sind die längeren Haare immer ein bisschen besser. Na? Also das ist auch so die Geschichte. Und die andere Sache, kannst du mal auf die Super Source gehen? Ja, natürlich. Please. Was Super Source ist so, dass ich hier jetzt eben keine grundierte Platte habe, sondern es ist ein Passepartout-Karton. So ein Innenausschnitt vom Passepartout-Karton. Das ist so, dass es bei der Firma B und bei der Firma G das so ist, wenn ihr in die Passepartout-Abteilung geht, dann haben die immer total viele Resteln. Die sind gar nicht im Winkel geschnitten. Den habe ich weggeschnitten. Achso, den hast du gerade geschnitten. Den habe ich dann gerade geschnitten. Ja. Also ich habe den Winkel weggemacht. Ich habe es auch verkleinert. Aber ich habe da noch so einen Abschnitt, wo der Winkel dran ist und so. Das ist auch ein richtig tiefer Passepartout-Karton. Ja, cool. Also das ist so, die sind richtig stabil, die Dinger. Die sind säurefrei, qualitativ total gut. Man kann aber mit der Acrylfarbe auf alles malen. Die Farben erkläre ich euch dann ein bisschen später. Nee, eigentlich noch nicht. Aber ich mache jetzt erstmal die Zeichnung. Weil ich möchte nämlich euch auch was zeigen, was ich normalerweise dann auch mache. Also ich habe jetzt hier zwei Farben. Die sind zwar keine Komplementärfarben, aber jetzt auch im Farbkreis jetzt relativ weit auseinanderliegend. Das ist ein Orange-Rot und ein Indigo, Dark Indigo, mhm. Das habe ich dann. Mhm. Und was ich dann normalerweise mache, ist, dass ich schaue, dass ich
dass ich das Ganze, den Teller jetzt nicht durch einen Kreis mache. Ne? Also das heißt, sondern ich säbel dann tatsächlich einfach die, wie sagt man das, mit so wie Vektoren oder so, ne? Ist das dann, ne? Oder macht man das so? Tangenten, sind danke. Das Tangenten? Ja, ich glaube schon, ne? Na, also das heißt, und so, und sagst du auch, warum du das machst? Warum ich zeichne? Nein, das würde mich auch interessieren. Nein, aber warum du nicht den Kreis machst, sondern warum du die Ecken... Weil dadurch die Form dann manchmal stärker wird. Also das heißt, wenn ich das dann immer mehr... Also jetzt beim Teller ist es relativ sinnlos, aber beim Kipferl wird es deutlicher. Also das heißt, das kann ich dann zeigen, wenn ich das dann beim Kipferl mache, ist es so, dass ich... Dass diese Geraden einfach dann was Konstruktiveres haben. Na? Das ist wie wenn man jetzt schnitzen würde und dann kann ich ja diese Rundungen wegmachen. Aber das Problem ist ja, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel hier dieser Abstand, na? Dann na, hier dieser Negativraum und so, aber das ist jetzt so, letztendlich diese Zeichnung, die ist jetzt nicht so der Oberwahnsinn. Also das ist so. Aber zum Beispiel, was wichtig ist, das ist zum Beispiel hier, da, das ist der Punkt, da, also das heißt, ich sehe da den Winkel, ne? Das hier, da, und jetzt hier wäre so eine Kurve, aber die teile ich auf in das und das, ne? Und jetzt habe ich das hier und da geht dann das rüber. Da habe ich dann das. Da muss ich den Abstand anschauen. Aber das zeige ich jetzt auch dann gleich, dass ich, wie ich das dann mache, dass ich mich da auch nicht. Also beim Kipferl ist es offensichtlicher mit den Geraden. Siehst du es? Mhm. Also das ist so. Ja. Apo schreibt Buntstift, was ist denn da los? Ha! Hör doch mal zu. Das war alles, was ich sagen wollte. So, na dann lese ich doch noch mal ein bisschen was vor. Atelier CHD schreibt, was geht, Nützgang? Ach, okay. Jeanette Stein schreibt, ui, Seife im Pinsel. Fabian Pichelmeier schreibt, Ed Stefan, beim nächsten Ralf-Woch könntet ihr ja parallel ein Bild überarbeiten, weiter bearbeiten, gerne auch verschiedene. Jeanette Stein schreibt, eine Pinselkunde könnten wir auch mal machen. Gundel, ja. Busch schreibt, Ed Jeanette, ja, echt interessant. Mhm. Mhm, mhm. Apo schreibt, ein so scheinbar einfaches Motiv und da fängt er an zu konstruieren. Ja, aber das hat einen Grund. Also, das heißt, wir sind alle gespannt wie Pfitschi-Pfeile. Ja, wie Pfitschi-Pfeile. Ja. Wie Pfitschi-Pfeile. Na, wie Pfitschi-Pfeile. Nämlich, wie Pfitschi-Pfeile, das klingt echt schön. Das heißt, ich breche dann die große Form, breche ich dann auf in kleinere Formen. Na? Und dadurch hilft es mir, das richtig zu konstruieren. Ne? Und warum das wichtig ist, das ist jetzt so, ich mache das jetzt halt einmal, weil es einfach so viel Spaß macht. Ne? Mhm. So. Gesia Schulzer schreibt, Ed Stefan Nützel, ich würde echt gerne ein Webinar Bildaufbau Konstruktion erleben. Bei Ralfs Bild mit der schrägen Perspektive, jetzt mit dem Teller, was da alles eine Rolle spielen kann. Was? Bildaufbau Konstruktion? Mhm. Wie ist das jetzt hier gemeint? Was schätzt du? Also ich glaub, dass das eine relativ allgemeine Frage ist. Okay. Was man irgendwie, wie man irgendwie ein das Motiv ins... ins richtige Licht setzt oder im richtigen. Ja.
Also ihr seht auch zum Beispiel, eine Sache ist auch so, ich halte den Stift jetzt nicht so. Also das heißt, das ist so, ich kann das sowieso hier an der Staffelei nicht gut machen, weil es total von der Hand her wieder natürlich wäre. Ich müsste jetzt auch rangehen und meine Hand würde total bremsen. Ich habe jetzt auch einen Buntstift gewählt, der, ich habe wasservermalbare Buntstifte, die kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Ich könnte es mit Graphit machen, aber was eigentlich echt immer auch eine ganz gute Geschichte ist, das ist, wenn man zum Beispiel eine Zeichnung macht und man will sich erst einmal annähern an die Zeichnung, also an die Formen auch, dann fange ich mit einer helleren Farbe an und wechsle dann zu einer dunkleren. Und suche mir dann aus dem ganzen Chaotischen die richtigen Linien raus. Na? Also eigentlich das, was du normalerweise mit dem Pinsel machst. Warum nimmst du dann jetzt Buntstifte? Ich könnte es mit dem Pinsel auch machen. Wir sind alle ganz gespannt, ja, warum du das diesmal anders machst. Aber schreibt doch mal bitte in den Chat rein, wie viele von euch zeichnen mit einem Stift oder mit einer Kohle vor? Annette Bayer schreibt, Stefan Nützel, hast du Erfahrung mit Firnis, der Acrylfarben anlöst? Ich habe heute ein Ölbild gefirnist, bei dem die Acrylgrundierung an manchen Stellen durchschaute. Ja. Ergebnis war, dass sich der Firnis verfärbte. Ja. Mhm. Ja, weil das ist so, dass dieses Lösungsmittel im Firnis blöderweise die Acrylfarbe anlöst. Na? Fabian Pichelmeier schreibt, Komposition ist, wenn die Figur in der Mitte steht. Und von wem ist das Zitat? Ich weiß nicht. Ja, ich Fabian, nicht. Ich von trau wem mich, ich ist... Trau mich, ich trau mich schon nichts mehr sagen. Wieso? Von wem was ist. Da geht es nämlich noch weiter. Die Gese Schulze hat er noch geschrieben. Genau, wie man das Motiv richtig sieht und ins Bild bringt, ja. Ja, und also das geht's ja. Man macht ja irgendwie eigentlich jedes Mal hier, oder? Fast. Ja. Weil es nämlich auch der große Vorteil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so zeichne, dann habe ich eben den Vorteil, dass ich eigentlich auch mein Motiv schon so, und jetzt sagen da natürlich alle, die mit Stift vorzeichnen. Du wolltest das wissen, ich sag's dir jetzt. Ralf Bohnen hat ein Plus geschrieben, ich nehme an, das heißt er zeichnet vor, Jeanette Stein, ich öfters, Wood Spirit, ich manchmal, Peter K. aufzeig. Gese Schulze, immer weniger mit Stift, immer mehr mit Farbe. Ja. Susanne Stiller, ich zeichne mit Stift vor. Apo, ich zeichne sonst immer vor, aber durch dich versuche ich da eher direkt mit Farbe ranzugehen, um lockerer zu werden. Gundelbusch nimmt Kohle. Martina Blanka, ich zeichne oft mit Stift vor. Dietmar Stiller, ich zeichne 80% der Bilder mit Stift vor, 1 bis 2 Minuten. Jeanette Stein, manchmal Duschestifte, auch oder der Wendt Lightfast oder Ölkreise. Kreide. Ja, Jeanette Stein hat dann drunter geschrieben, minus S plus D. Jetzt verstehe ich auch diesen Kommentar. Die Ölkreise, das sind in Wahrheit Außerirdische, die in der Farbe gelandet sind. Annette Bayer, Stefan Nützel, wie würdest du dann solche Bilder versiegeln? Das ist schwierig. Das ist echt wirklich schwierig. Edgar P. Henning schreibt, es gibt eine Universalfirnis für Öl und Acryl bei Gerste. Ja, genau. Mit solchen Sachen ist dann fast ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Na? Solche Sachen ist es fast ein bisschen besser. Ja, die Gese hakt noch einmal nach bei der Kompositions...
Thematik. Ja, wird immer angesprochen bei dem aktuellen Motiv. Da gibt es bestimmt Grundsätzliches, was man üben kann. Hier bei der Komposition, bei dem Motiv hier? Ja, also der Fabian hat es gesagt, also, ne, Komposition ist, wenn die Figur in der Mitte steht. Also ich habe es ja relativ mittig gemacht. Von wem war denn das jetzt? Von Gerhard Richter. Aha. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Nee, wieso hast du nicht aufgepasst? Das hat noch keiner gesagt. Achso, ich habe mir gedacht, du hast das vielleicht schon gesagt. Nee, aber es hat keiner gesagt. Mhm. Gerhard Richter. Ah, doch, da Fabian Pichelmeier hat geschrieben Richter. Ja. Dann macht natürlich auch das Wort Richter Sinn hier im Chat. Ach so. Ja. So. Soda. Ne? Also das heißt, jetzt ist es so, dass ich eigentlich die Vorzeichnung habe. Und die ist deswegen für mich jetzt so wichtig, das werdet ihr nämlich im nächsten Schritt sehen, dass die durchscheint. Die muss deutlich sein für mich, damit ich dann, wenn die Farbe, wenn ich jetzt dann diese Strukturpaste drauf gebe, dass ich meine Vorzeichnung habe, weil auf die werde ich reagieren. Na? Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel euren Stift auch so haltet, dann ist es so, dann wenn ich den jetzt auch zum Schraffieren nehme, kann ich auch relativ breit die Flächen reingeben. Ne? Ist dann hier dann das Glanzlicht und so. Und dann da ist auch noch eine Spiegelung. Da geht es dann so rein und so. Also das heißt, ist jetzt relativ wurscht. Aber was dann passiert ist, das seht ihr jetzt schon hier. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt dann zum Beispiel ein Detail hätte, habe ich dann die Spitze. Das ist so, das haben sie uns an der Akademie nie gezeigt und so. So, das heißt, das reicht mir jetzt mal als Vorzeichnung. Es ist ja jetzt Monika Neuwirth schreibt, fertig. Ja, fertig. Genau. Ja, das ist dann so, das war jetzt dieser letzte Strich der Genialität. Hast du es gesehen? Soll ich signieren, oder? So, ich habe mal glatt ein neues Rot gekauft. Ne? Gelb. Ich arbeite wieder mit den Primary Colors. Oh, habe ich kein Weiß mehr? Oh, das habe ich das letzte Mal verbraucht. So. Und, nein, ich habe schon. Nein, ich habe schon eins. Nee, das ist alles okay. Danke dir. Super. Nee, ich hab noch ein zweites. Oh, jetzt wackelt aber das Ding ganz schön. Merkt ihr das? Wenn jemand vorbeigeht, wie das wackelt? Ja, genau. Na? Ja. So, und was ich jetzt mache, ist, dass ich zu den Farben komme ich dann ein bisschen später. Und was jetzt grundsätzlich so die Sache ist, also, jetzt habt ihr gesehen, ich töne meine Maluntergründe ja in der Regel. Und da ist es eben so, dass ich eine Farbe nehme. Also dieses Mal, ne? Und da kann ich jetzt eigentlich vorgehen, wie ich möchte, ehrlich gesagt. Also, aber dadurch, dass das Bild, dass der Hauptdarsteller orange ist, werde ich meine Tönung mit Blau machen. Genau, danke. Genau. Ist jetzt der Name nicht eingefallen? Oder? Nö, ich wollte warten, bis du... Achso, das war ein Test? Ja, das war ein Test. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich gescheitert. Ja, aber jetzt so einen Druck auf dir gespürt, oder? Ja. Mhm. So. Was ich nämlich jetzt dann mache, ist... Erzähl mal einem Laien wie mir, was ist Strukturpaste? Ah ja, genau, das ist, danke dir, das ist sehr hervorragend. Also die Strukturpaste ist eigentlich jetzt im Endeffekt das Bindemittel verdickt. Und das ist irgendwie auch so das Eigenartige. Nämlich, es gibt nämlich auch Strukturpasten, die opak sind. Das heißt, diese Strukturpaste wird transparent auftrocknen. Mhm. Also sowas eigentlich wie Holzleim. Genau, vom Prinzip her. Nur ist es halt, bleibt es stehen. Du siehst es jetzt schon hier, ja. Bei dem. Warte mal, machen wir es ein bisschen größer, weil das kann man ja auch ein bisschen sehen. Ja, machen wir groß. Na, wenn du das anschaust. Ja, aber bei von oben sieht man, schaut es aus wie Joghurt. Ja, aber du siehst hier. Ja. Na, da, wenn du es jetzt vom Dunkeln siehst, ja. Siehst du, das bleibt wirklich stehen. Die Acrylfarbe macht es nicht unbedingt. Das heißt, man kann dann die Acrylfarbe verändern.
Und jetzt kann man zum Beispiel im Untergrund schon mal die Strukturen geben. Da gibt es dann Strukturpasten mit Glasmehl, mit irisierend und mit Steinstaub. Also es gibt echt einmal alles zu kaufen. Mhm. Das ist, und dadurch kann man natürlich verschiedene Strukturen machen. Man kann halt zum Beispiel in das Bindemittel, in den Acrylbinder... Da kann man selber, was hinein... Ja, das kann man selber natürlich auch machen. Das ist jetzt, wir könnten da jetzt zum Beispiel vom Pinselspitzen, könnten wir da das... Kannst alles reinhauen. Na? Das führt gleich zur nächsten Frage hier. Maxot schreibt, was sind das für Buntstifte? Etwa Polychromos? Ja. Die wären ja ölbasiert. Verträgt sich das mit Acryl? Ja, das ist kein Problem. Normalerweise hätte ich es mit Bleistift gemacht, sogar. Na? So. Na? Das heißt, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich zu viel Blau rein habe oder so, aber das werden wir dann sehen. Ich sehe jetzt, dann hier. Ich habe zu viel Blau rein. Was machen wir da? Zwei Drittel weg haben. Ja, und wir koffern noch ein bisschen. Es wird noch gekoffert, was das Zeug hält. Ja, deswegen der PayPal-Link in der Videobeschreibung, weil ich so viel Strukturpaste brauche. Weil die Materialien weggehen wie warme Semmeln. Aber das macht nichts aus, weil der Stream wird sowieso ein bisschen länger werden. Also weil jetzt das, was ich jetzt mache, ist so, dass es, das sieht man, das wirst du dann gleich sehen, wenn ich das auftrage. Also weil nämlich das Phthalo-Blau ist, wie heißt denn, das ist auch eine transparente Farbe. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt dann das auftrage, sieht man das schon, was da passiert. Ne? Das heißt, wenn es nicht zu dick ist... Achso, dann gehen wir wieder da. Ja, oh ja, das wäre nicht schlecht. Also, das wäre ganz gut, wenn man das sehen könnte. Ist es so, dass ich eben jetzt hier diese Strukturpaste habe. Und ich trage die jetzt erst einmal irgendwie auch so auf. Und man sieht jetzt schon auch die Zeichnung durch, ne? Ne? Und das bedeutet, was ich nämlich jetzt mache, und das ist auch der große Vorteil, diese Farbe, also dieses Material, das trocknet nicht ganz so. So. Oh. Ui. Excuse me. Es hat gejuckt in der Nase. Janet Stein schreibt, geht auch Strukturweißpaste? Nein, eben nicht. Perlmutter? Nein. Nein, weil das ist dann echt so. Ja, Monika Neuwert, die Frage gehört da, glaube ich, auch dazu. Weiß dazu mischen wäre jetzt keine Option. Weiß dazu mischen wäre absolut tödlich, weil ihr werdet sehen, wenn diese Strukturpaste trocknet, wird meine Zeichnung noch mehr hervorkommen. Ich habe das jetzt versucht so einzustellen, ich habe ein bisschen zu viel Farbe erwischt, aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich sehe trotzdem noch meine Zeichnung. Na? Könnt ihr sehen? Und auch mein Grund schlägt jetzt auch schon ein bisschen weg. Also das heißt, also mein Grund ist jetzt auch so, dass er, ne? Also das heißt, jetzt habe ich es einfach nur ange... Aber du hast jetzt mehr oder weniger überall gleich genau. Diese Struktur genau. Verteilt. Ich habe jetzt einfach, ich musste jetzt einfach erst einmal schauen, ob das jetzt nicht zu, weil du siehst, da an den Stellen, ne, wo es so dünn ist, da fängt es schon an zu trocknen. Das heißt, die Farbe wird zwar dunkler, aber jetzt auch in dem Fall natürlich transparenter. Und was ich jetzt dann machen kann, ist, dass ich natürlich logischerweise hier beim Teller werde ich es glatt machen. Ne? Hier beim Kipferl werde ich dann die Struktur machen. Ne? Das heißt, ich spare mal eigentlich das Malen. Ne? Also das ist so erst einmal dann, das wirst du dann sehen. Wenn ich dann drüber male, dann ist es echt so. Das heißt. Und wie lange braucht ihr zum Trocknen? Ja, bis morgen früh. Nein, das ist relativ. Okay. Wie hast du die Bedenken, dass es jetzt. Naja, weil du da jetzt echt fett Farbe auftragst. Das naja, wir müssen nicht, jetzt. Man das, doch, man sieht es schon auch. Doch, das sieht man schon. Richtig ja. Dick, genau. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Weil letztendlich ist es dann schon das Kipferl, ne? Ja. Und ich wäre auch dann. Ich wär ein auch dann blau ist es, das Kipferl noch. Ja, ja, das ist ja wurscht. Ne? Aber ich war ja, dann hier zum Beispiel. Blaue Kipferl haben wir eh ein paar. Ne? Ich war dann hier zum Beispiel dann
mache jetzt nicht mit dem. Ist zu fett. Da werde ich was anders machen. Ja, das heißt. Ja, es ist so. Es wird dann so sein, das werdet ihr sehen, dass das jetzt hier dieses. Also ich mache jetzt erstmal das eine und das andere. Also das ist jetzt gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Also da kann ich jetzt. Aber dafür war das jetzt da, dass ich die Zeichnung habe. Ich habe das früher mal mit Bleistift gemacht. Ich könnte es mit Pinsel auch machen, aber das ist dann echt so die Geschichte, dass ich, ja, und wenn ich es glatt haben will, dann mache ich es wieder auf dem Teller, mache ich es wieder glatt. Ja, auf dem Teller werde ich es auf jeden Fall glatt machen und hier werde ich in Richtung der Holzmaserung gehen. Ja, hier. Und kreiere diese hier oben, siehst du ja schon, ne? Ja. Dass das jetzt so ein bisschen so geht. Und das heißt, ich kann dann. Und wie exakt bist du da? Gar nicht. Ne, also so genau. Wie du das halt hinkriegst. Ne? Ja, also das heißt, ich tue mir jetzt nicht. Wenn du jetzt rund um den Teller irgendwo nicht überall die Holzmaserung machst, ist nicht so ärgerst tragisch. Du dich nicht nachher. Dass nein. Vergessen. Ich kann es jetzt zum Beispiel so machen, hier, ne? Mhm. Ich kann es jetzt zum Beispiel dann die Holzmaserung drüber ziehen und dann. Ja. Na, also zum Beispiel links unten im Eck hast du jetzt noch gar keine Holzmaserung gemacht. Da, ja, genau. Na, also das ist dann so, wenn ich jetzt das dann so mache, dann habe ich das hier und da am Teller gehe ich wieder entlang. Also das geht relativ problemlos, ne? Siehst du es? Ja, es hat ein bisschen was von Mal to Feel. Ja, voll. Na, das ist dann hier, da ist auch noch. Aber du siehst, es fängt hier schon da, ne? Da. Ja. Schon trocken. Na, das ist so, das ist ja das Tolle und das Schreckliche an der Acrylfarbe, muss ich einfach mal sagen. Ne? Ja, vielleicht sollte ich doch irgendwie auch zur Acrylfarbe wechseln, dann würde ich nicht jede Woche mit einem halben nassen Ölbild daherkommen. Ja. Da. Und natürlich, dadurch, dass das dann so fett ist, hat man natürlich den großen Vorteil, na, dass man, schau das an, das ist, ich kann ja schon sogar auf das eingehen. Also ich kann das ja echt so, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, was ich immer wieder beobachte, irgendwie die Malerei ist eigentlich viel spaßiger, als sie betrieben wird oft. Weil es einfach darum geht, einfach mal ein bisschen rumzuprobieren und zu machen. Aber so ein bisschen am Schummeln ist es schon dran, oder? Ha, ich habe gewusst, dass das kommt. Das ist auch für mich eigentlich so eine Sache, warum ich es eigentlich nicht so mag. Mhm. Ne? Wobei aber es ist echt im Endeffekt, was man halt einfach machen möchte. Also das ist jetzt so, ich finde, es gibt keine Do's und Don'ts. Also das ist echt so die Sache. Es muss einen Grund haben, warum man bestimmte Sachen macht. Ne? Aber jetzt zum Beispiel hier ist es so, dass da schon alles getrocknet ist. Ne? Da ist schon alles getrocknet. Jetzt kann ich noch ein bisschen drauf geben. Und der Vorteil ist, du wirst es dann sehen, ne? Das ist schon echt dann interessant, was dann da passiert. Wenn ich dann drüber male, ist es interessant, weil es ist jetzt einfach, es ist ja nur eine Vorvorgabe. Aber interessant ist, dass dann die Farben wieder um einiges transparenter werden. Ne? Und ich muss halt einfach, je nachdem, ich habe jetzt echt tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, ich habe zu viel Farbe in der Paste drin. Also die ist ein bisschen zu opak. Also das hätte noch mehr durchscheinen können, aber es, letztendlich macht es nichts, weil ich ja sowieso alles oder relativ viel übermal. Ne? Ne? Und dann kann ich hier den Teller wieder glatt bügeln. Ne? Aber hier zum Beispiel dann, wenn es im Schatten ist, kann ich es wieder glatt machen. Da habe ich dann das hier. Und das. Ich kann sogar echt wirklich auch auf die Struktur eingehen. Ne? Das ist so. Ja. Dann kann ich wieder hier glatt machen. Da, wo der Teller ist. Das wieder ein bisschen wegnehmen. Aber da achtest du jetzt schon, dass du wirklich in den Formen bleibst. Ja, genau. Dafür also, weil beim Malen zerstörst du die Formen ja oft absichtlich. Genau, aber da ist es einfach so, ich will jetzt mit dieser Strukturpaste, ich möchte eigentlich zeigen, also das sieht man jetzt auch im Fernseher, sieht man es ja ganz gut, dass die Struktur, da die trocknet auch echt wirklich relativ schnell schon. Ne? Also, Monika Neuwirth schreibt, könnte ich auch die Strukturpaste mit der Farbe mischen und gleich damit malen? Ja, das werde ich dann auch machen.
Also ich zeig's euch dann. Also ich könnte ja, ich könnte jetzt echt wirklich, also wenn ich mich spielen möchte, ne, das könnte ja. Du könntest gleich signieren in die Struktur. Genau. Okay, lass mir das. Aber was schon auch passiert, das ist jetzt auch, ich spüre das, das Papier ist ganz weich jetzt unten drunter. Ne? Mhm. Man hört sogar. Ja, ne? Siehst du es? Ich kann das echt wirklich aufkratzen und so. Da, ne? Du hörst es, ne? Ja. Das, wie weich das ist. Ne? Und ich kann dann. Boah, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber du machst jetzt wirklich harte, richtig harte Schnitte fast. Ja, ja, genau. Ja? Ich würde es ein bisschen so imitieren. Das ist ja so, das wird ja dann auch immer wieder übermalt. Und man sieht, dass das eigentlich durch das Trocknen. Man muss dazu sagen, dass eben diese Paste ist ja weiß, wenn sie rauskommt. Mhm. Und wenn sie trocknet, wird sie transparent. Also, und das ist natürlich das, was dann diesen Effekt hat. Also das heißt, ich kann das jetzt so oder so anwenden. Also das heißt, ich kann es eben. Da hast du zum Beispiel zu viel Farbe. Ich kann es jetzt zum Beispiel gleich jetzt so verwenden oder also aus der Tube und weiß lassen. Mhm. Oder ich kann es einfärben. Also ich wollte es jetzt eigentlich einfärben, aber nicht ganz so arg. Ne? Aber wenn du drauf kommst, dass die Struktur zu grob ist, ja. Also weil beim Kipferl kommt mir jetzt die Struktur fast ein bisschen grob vor im Vergleich zur Vorlage. Okay. Dann mache ich das hier. Dann, ja, ja, aber wenn es einmal getrocknet ist, dann ist es drauf. Dann ist es da. Ist es so. Aber dann kann ich die Struktur ja mit ich kann die ja egalisieren. Mhm. Na? Na, das ist so. Apo schreibt, habt ihr noch eine Leinwand da? Ralf sieht aus, als will er gleich Hand anlegen. Ja, wir haben immer Leinwände da. Oder meinst du, dass er Hand anlegt an meinen Hals? Das ist stop it. Und wenn ich zum Beispiel, schau her, wenn ich das jetzt dann mache, ne, hier zum Beispiel, da ist es schon, fängt es an anzutrocknen, ne? Wenn ich jetzt dann so drüber gehe, ne, da entstehen dann, das kann ich mit einem Kipferl machen. Ne? Mhm. Das, die Glasur auch gleich. Ja. Ja. Also das heißt, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt eben dann kann es jetzt echt wirklich. Jetzt wird es schon pickert auch, gell? Die Farbe, ne? Ja. Ja. Da geht es halt darum, dass du einfach in eine andere Richtung malst. Das ist so, es wäre blöd, wenn das irgendwie. Es ist wie beim Moltofil. Nett, dass du schon mal gesagt hättest, ne? Ja, ja, aber. Findest du? Ja. Echt? Na, das ist dann so, wenn ich jetzt dann das Ganze ein bisschen glatter mache. Aber echt an dem Punkt. Es ist echt blöd, ich habe einfach zu viel Blau erwischt. Das muss man auch sagen. Aber grämen wir uns nicht. Fürs Bingo könnte ich jetzt sagen, irgendwas mit großem Geist. Aber ich will dir deine Zitate nicht. Du meinst, es stört keinen großen Geist? Ja, ich will dir deine Sprüche lassen. You are too generous. Ja. Und es ist halt so, es geht schon auch immer darum, dass man einfach die Farbe verwendet und weiterarbeitet. Ne? Also das heißt, sich nicht mit dem zufrieden gibt oder so. Das ist also, oder besser, man so lange arbeitet, bis man zufrieden ist. Ne? Abo fragt, könnte man da auch mit Öl drüber gehen, wenn nach dem Trocknen, oder würde die Paste bzw. der Grund zu stark saugen? Nein, das wäre perfekt. Das heißt, ich kann eigentlich auch Strukturpaste unter ein Ölbild. Ja. Aha. 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 Ja, weil nämlich, wenn ihr das mit Öl malt, also das sieht man jetzt auch auf dem, seht ihr das auf dem Bildschirm, das sind die Spiegelungen, die auf der Oberfläche sind. Die sind eben unterschiedlich. Das heißt, ich habe dann einfach unten drunter eine andere Struktur als. Als dann da, und jetzt beim Kipferl fängt es jetzt auch an zu trocknen. Ne? Also das ist so, das dauert einfach echt ein bisschen. Ne?
Jeanette Stein schreibt, wenn du dann mit Farbe in das Hörnchen butterst, muss aber die Paste ein bisschen trocken sein, ja, dass die Struktur bleibt. Ja. Ja. Weil ich könnte ja echt wirklich ganz brutal sagen, okay, schau her, ich habe jetzt hier, siehst du das? Mhm. Also ich kann echt wirklich dieses ganze Hörnchen nachempfinden. Dann ist es ja wirklich nur noch malen nach Zahlen. Wie malen nach Zahlen? Naja, jetzt machst du die Glasur auch noch drauf. Das ist so, weil du doch gesagt hast, die Struktur hat dir nicht gefallen. Ja. Jetzt mach ich es doch richtig. Ja, ja, großartig. Unverschämt, jetzt mach ich es doch richtig. Der einzige Fehler ist, warum hast du nicht gleich die richtige Farbe angemischt? Nee, weil nämlich das Interessante daran ist, wenn die Farbe dann da drauf kommt, was dann dieser Untergrund macht. Ja, dann fängt es zu leuchten an, ich weiß es eh. Nein, nicht nur das, sondern das ist einfach so, dass dann, wenn das jetzt hier zum Beispiel erhaben ist, ne, hier, ne? Also wir werden wirklich tatsächlich dann ein bisschen labern müssen. Ja, also zum Beispiel hier dann kann ich es echt wegnehmen. Siehst du es? Dann kann ich es wieder... Also das heißt, selbst mit der Acrylfarbe, also wenn ihr jetzt mal für diejenigen, die Acryl malen unter euch, die wissen ja, wie schnell trocken die Acrylfarbe ist und wie ihr dadurch jetzt einfach auch seht, dass man echt relativ lang die Farbe manipulieren kann. Ne? Ne? Da, wo es im Licht ist, da ist es ein bisschen mehr. Fabian schreibt, wenn du ein paar Schichten machst, hast du eine Skulptur. Ja, genau. That's it. Er schaut aber cool aus. Also es schaut aus wie ein Unterwasserkipfel, oder? Mhm. Altrock Art schreibt, man könnte die Trocknung mit Föhn beschleunigen. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, den Föhn, den hat der Ralf das letzte Mal kaputt gebracht, wie er seine Haare geföhnt hat. Mhm. Ja, ich bringe jeden Föhn. Und Monika Neuwirth schreibt, kann man das dann trocken föhnen? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Logisch. Ja, ja. Logisch. Ja, also der Klassiker ist ja jetzt, weil es so schön ist, damit, also das gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine oder die andere? Na, die andere. Prost, Eichel. Prost. Ich sag nur Belvedere-Wodka. Hm? Ich befürchte übrigens, wir werden die Flasche diesmal nicht leer bekommen. Das glaube ich auch. Nämlich, also ich habe ja jetzt hier die Zeichnung. Ne? Also was zum Beispiel schon so eine Geschichte wäre, mache jetzt einfach mal, weil es so schön ist. Ich mache jetzt echt das Grundprinzip von meinem Andrew, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Er sagt das auf Englisch. He's winging it. Mhm. Ne? Ich finde es total cool, wie unser Bild im Wasserbecher ist. Ja. Ne? Ich kann auch noch so ein bisschen schlenkern. Schlenkern? Ein Nixenhörnchen. Nämlich, was man nämlich am machen kann, was natürlich auch hilft, hier, wenn du das anschaust, fängt schon an zu trocknen und so. Ne? Das ist dann... So. Soda-Zitronen. Das ist halt das Ding bei der Acrylfarbe. Guck so. So schaut es dann aus. So schaut es dann aus, wenn es getrocknet ist. Ne? Das ist dann in einer dünnen Schicht. Ne? Jetzt habe ich natürlich mehr gemacht. Ne? Das heißt, was ich natürlich auch machen kann jetzt, das ist natürlich auch so die Geschichte. Ich nehme jetzt... Jetzt ist natürlich schon so die Geschichte. Wenn ich jetzt weiß nehme, dann gibt es kein Pardon mehr. Ne? Ne? Also dann... Inwiefern gibt es kein Pardon mehr? Naja, wenn ich jetzt dann da drüber gehe, dann wird es deckend. Ach so, deckend, ja, ja. Na, dann wird es deckend, die ganze Veranstaltung. Aber es ist jetzt wurscht, weil ich die Formen hier schon habe. Also das ist jetzt überhaupt gar kein Thema. Ne? Ja. Aber. Andi Bauer, hallo Andi Bauer. Andi! Schreibt ab damit ins Mumok. Ja, ja. Wie er da war, waren sie im Mumok. Und es hat ihm total gut gefallen. Not. Ist aber auch wirklich toll. Schon. Bild umschalten, bitte. Sorry. Oh.
Danke, Ralf Bohmen und Altrock Art für den Hinweis. Ich war so fasziniert, dass ich exklusiv das anschauen wollte, ein Preview oder? Sehe. Ja. Das heißt, wenn mir meine Zeichnung abhaut, dann habe ich eben die Möglichkeit, das Ganze jetzt mit der Farbe schon auch ein bisschen zu verändern. Ne? Also das heißt, ich könnte eigentlich schon ein bisschen reingehen und so. Aber ich glaube, das warte jetzt. Also ich habe es jetzt einfach nur gemacht, weil damit ich ein bisschen Zeit überbrücke, bis das trocknet. Ansonsten müssen wir... Nee, ich hätte hier eine Frage, wo du ein bisschen länger plaudern kannst. Ja, warte mal kurz, dann mache ich das noch fertig. Vielleicht sagst du auch nur zwei Sätze dazu. Aha, okay. Dimmi. Ja. Geht schon? Ja, RS geht schon. Schreibt, guten Abend. Guten Abend, RS. Ja, hallo RS. Gibt es einen besonderen Grund, einmal mit Öl, Acryl oder Gouache zu malen? Sollte man bei einer Technik bleiben? Was halten Sie von Pastell? Danke und viel Spaß noch. Tschüss, Papa. Das ist gut. Ja, also den Spaß habe ich auf jeden Fall, kann man sagen. Die andere Sache ist, also ich würde echt empfehlen, bei einer Sache zu bleiben. Also das ist sicherlich so, ne? Würde ich jetzt schon mal irgendwie sagen, dass das natürlich hilfreich ist. Zumindest eine Zeit lang bei einer Technik. Also ich habe das jetzt immer wieder gemerkt bei den Streams. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich mit Gouache angefangen habe, habe ich mich auch erstmal eingrooven müssen. Muss ich ehrlich sagen. Ups, machen wir mal. Warum wird das so schnell umgeschaltet? Gibt es keinen smoothen mehr? Da kann ich. Okay, keine Ahnung, ich war jetzt nur irritiert. Vielleicht, weil ich so schnell draufgeklopft habe und so. Doch, das wird eigentlich ein weicher Übergang. Okay, Entschuldigung. Aus! Na gut, dann machen wir den da auch noch. Nämlich, es ist so, dass es relativ geschickt ist. Also ich nutze jetzt echt wirklich diese Gelegenheit, ein bisschen die Farbe trocknen zu lassen. Das ist halt echt grauslich. Ne? Und diese Strukturpaste ist auch so, dass die... Ne? Ist das noch immer so? Ich hatte als Kind eine Zahnspange und da muss man so einen Abdruck mit den Zähnen machen und das war auch so blaues Zeug. Nein, ich glaube, das ist was anderes. Das ist Thalocyaninblau. Ich weiß nicht, wie giftig dieses Pigment ist und so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber nichtsdestotrotz. Es ist so... Öl und Acryl würde ich gar nicht gleichzeitig malen. Das ist echt richtig fatal, weil das ist einfach, das bringt halt so gleich durcheinander, weil es sehr ähnlich ist. Und ich benutze einen, oder ich mache einen Technikwechsel immer als Frischzellenkur. Also mich lockert es dann auf. Also wenn ich jetzt dann zum Beispiel zur Ölmalerei zurückgehe, male ich wieder anders mit der Ölfarbe durch die Acrylfarbe, weil dann wieder so interessante Aspekte dann dazugekommen sind. Das ist irgendwie so die Geschichte. Und dementsprechend, Entschuldigung, da ist irgendwie, habe ich ein Loch reingebohrt in das Bild. Und und deswegen ist es so, dass ich grundsätzlich, es ist super, wenn man unterschiedliche Technik macht, aber es braucht einfach eine Zeit lang, bis man reinkommt. Oder? Du hast es ja auch erlebt, oder? Ja. Mit der Acrylfarbe, mit der Gouachefarbe, dass du erstmal Zeit lang brauchst. Und dann erstmal mit der Ölfarbe ist wieder eine totale Umstellung. Und dann auch natürlich Farben, Nichtfarben, also welche Palette man verwendet, dass man die Farben kennenlernt. Weil ich finde auch, es ist egal, ob das jetzt welche Technik das ist, ihr müsst eure Farben kennenlernen. Also das heißt, wenn ihr, also ich habe in meinen verschiedenen Medien immer die gleichen Pigmente, weil ich dann weiß, wie die reagieren. Also Phthaloblau, Ultramarinblau, das sind einfach so diese Standarddinger, die ich da verwende. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich dann schon mal vom Pigment her das weiß, wie die Farbe reagieren wird. Also ich nehme jetzt in der Aquarellmalerei keine anderen Pigmente, außer beim Gelb vielleicht. Mhm. Na? Weil Cadmiumgelb ist sinnlos. Sinnlos beim Aquarellmalen, weil es keine transparente Farbe ist. Was war da noch für eine Farbe? Heutzutage scannt man für Zahnspangen. Schreibt Peter K.
Oh ja, ja, das ist ja ihr Field of Expertise. Sonst, Gundelbusch schreibt, ich will auch was sehen, aber ich glaube, das war ja wegen dem Umschalten. Mhm. Es gibt keine Fragen. Okay, soll ich weitermachen? Ist schon trocken? Nein, ist wurscht. Ja, dann. Na dann. Okay. Ist der Schatten nicht ein bisschen zu wenig weit rechts raufgezogen? Da? Ja, das kann schon sein. Das habe ich jetzt einfach echt nur so... Ich habe danach aufgehört. Weil ich möchte es auch, glaube ich, ein bisschen, wenn man es ein bisschen trocknen lässt. Also man sieht es an den Stellen, wo es dünner ist. Also ich glaube, wir sollten mal umschalten. Man sieht es an den Stellen, wo es dünner ist, dass die Zeichnung wirklich durchscheint. Also das ist so, ich kann es wirklich, meine Zeichnung ganz gut erkennen, ne? wo die ist. Ne? Ja, na, im Stream sieht man sie auch gut. Ja, ne? Also das ist so. Bis auf dort, wo du mit weiß. Genau. Ja, ja. Ne? Und jetzt ist es so, jetzt arbeite ich eigentlich mit der normalen Palette wieder. Ne? Also das ist Cadmiumgelb, Titanweiß. Oh, ich nehme heute Pyrolrot. Ui, da gibt es sogar an. Also das ist so, ich habe jetzt Liquitex gehabt, hauptsächlich. Dann habe ich hier Burnt Umber von Dela Rodney. Und ich habe jetzt hier von Amsterdam die Expert-Serie. Also die finde ich jetzt relativ preisgünstig. Also die finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Von der Pigmentierung her und... Da fehlt noch ein paar Farben. Ah, das Blau. Ich habe mich gefragt, weil ich nämlich jetzt auch ein bisschen Platz schaffe. Frieden schaffen ohne Waffen. Ne? Immer wegräumen. Was halt natürlich blöd ist, das ist diese Flankern von den Getrockneten. Siehst du, ich habe die mit rein, da sind die, ne? Die werden mit reinarbeiten. Das ist irgendwie so die eine Geschichte. Ne? Und auch, man muss dann auch das Palettmesser blöderweise immer sauber machen. Dann brauche ich noch das Phthalo-Blau. Monika, okay. vielleicht macht ihr euch das auf irgendeinem anderen Weg aus. Monika will wissen, welche Hausnummer du hast und ob du am Freitag im Atelier bist. Ja, das solltest du vielleicht jetzt nicht hier machen. So, Fabian Pichelmeier schreibt, Ed Stefan, mal abgesehen vom Richterzitat, wie gehst du mit Komposition und Übungen zu empfehlen? Übungen? Das ist eine gute Übung. Das ist auch eine gute Frage. Ne? Also ich würde mir Filme anschauen. Kinofilme, die sind extrem gut in Komposition. Also da kann man echt super viel lernen. Also ich nehme jetzt auch hier das Genmedium wieder und das werde ich dann in die Farben reingeben. Ne? Also das ist so, ich habe jetzt hier eben das Genmedium, das Weiß, Gelb, Rot, das Braun und das Blau. Und ich werde auch dann in die Farbe immer ein bisschen Genmedium geben und es wird aber die Farben dann auch transparenter machen. Und nach guter Manier, es ist halt jetzt so die Sache, das ist so, das da drin, das dauert noch ein bisschen, bis es trocknet. Und auch hier, schau, ist trocken, ne? Das ist so, da wird es noch ein bisschen brauchen. Was ich natürlich jetzt mache, logischerweise, ich werde jetzt ein blaues Kipferl haben, aber dafür das drumherum machen, ne? Und jetzt könnte ich mit der Malspachtel weitermachen, aber tatsächlich ist es eben so, dass ich das mal und da geht es auch darum, möglichst ordentlich Farbe immer anzumischen. Na? Ist es? Werner Teuber schreibt, interessant, so kommt die dritte Dimension physisch hinzu. Ja, also es ist dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ne, da, das ist jetzt zum Beispiel zu dunkel. Und ich schaue, dass ich immer von dem Genmedium was drin habe. Ne?
Das ist so, dass hier die Farbe, wenn ihr den Pinsel anschaut, da ist echt massig Farbe drin. Seht ihr das? Und dieses Aufreißen des Pinselstriches, das ist natürlich so die Geschichte, um die es dann geht. Ne? Also eigentlich wie ein Liquin beim ja, so das Liquin im Pasto. Ja. Genau. Ne? Ja. Ne? Das ist dann so. RS, der Ronny heißt, schreibt, haben Sie schon mit Pastell gemalt? Ja. Ist natürlich eine ziemlich supprige Technik, muss man ehrlich sagen. Aber das ist so mich. Ich komme mit Pastell relativ gut zurecht, aber mache es einfach zu wenig und finde es auch schade, ehrlich gesagt. Ja. Das Einzige, was noch mühsamer ist als Pinselputzen, ist Staubsaugen, nachdem man mit Pastellkreiden gemalt hat. Also das ist echt die dreckigste Technik. Das muss man auch sagen. Na? Und Hände waschen die ganze Zeit. So, dann habe ich da noch eine Frage von Peter Scherer. Hallo Peter. Malst du immer nach Vorlage oder manchmal auch aus der Fantasie? Weniger. Habe ich früher viel gemacht, aber in der letzten Zeit eigentlich mehr nach Vorlagen. Also ich verändere dann manchmal, aber in den letzten Jahren habe ich eigentlich eher nach irgendwelchen Fotovorlagen gearbeitet, die ich selber aufgenommen habe. Ja, weil du ja im Endeffekt deine Fantasie schon in der Fotovorlage umsetzt. Nee, ich benutze die Fotovorlage auch oft wie ein Skizzenbuch oder so. Also das ist, ich fotografiere das auch so wie ein Skizzenbuch oder so, ne? Das ist da so. Und das ist echt wirklich, merkst du, das ist echt extrem schwer einzuschätzen. Das Blau ist super aggressiv. Mhm. Ne? Das ist echt super schwer einzuschätzen, ne? Aber es geht echt darum, Farbe drauf zu malen. Du könntest jetzt mal deine hellsten Helligkeiten hineinmalen, dann wäre es wahrscheinlich leichter. Meinst du? Dann tue ich das doch glatt. Also, wäre jetzt nur mal so ein... Peter K. schreibt, Pastell ist eigentlich pures Pigment, oder? Ja. Pastell ist pures Pigment, ja. Ich glaube, da muss ich fast ein bisschen einen kleineren Pinsel nehmen. Also wäre schon echt gut, wenn ich es hinkriegen würde. Mich beschäftigt noch immer meine Hausübung. So, denkst du drüber nach? Ist eine arge Idee. Wieso? Nein, passt schon. Was heißt eine arge Idee? Das du hast ja echt voll eine, ja, dir was überlegt. Ja, das ist die logische Fortsetzung, gell? Mhm. Weil das Problem ist, also ich habe jahrelang à la prima gemalt und gerade beim Plein Air malen, ne, war es dann so, dass ich dann die zweite Sitzung vermieden habe. Mhm. Weil ich gewusst habe, dass die Frische flöten geht. Ne? Die Frische in der Malerei. Und dann habe ich es vermieden. Dann habe ich einfach die zweite Sitzung vermieden. Das ist einfach so. Und und jetzt ist es so, also mein Ziel in der Malerei, sage ich jetzt einfach mal so, mein Ziel in der Malerei ist, ein Bild zu malen, an dem ich ewig lang rumgemalt habe und das total frisch und das trotzdem frisch ausschaut. Und nicht überarbeitet ausschaut. Ne? Und
Und das ist halt echt so eine Geschichte. Also, dass das echt da schwierig ist. Also, es gibt zum Beispiel einen Maler, den ich sehr schätze, der heißt John Singer Sargent. Und da ist es echt so, dass der hat total viele Sitzungen für die Bilder gebraucht. Aber wenn du die Bilder anschaust, sind die tatsächlich echt locker gemalt. Das ist echt unglaublich. Und ich habe keine Ahnung, wie er es hingekriegt hat. Er hat da echt viel abgekratzt und so, das muss man auch sagen. Und aber das ist für mich wirklich die wahre Kunst, kann man sagen. Danke. Nämlich, weißt du, jetzt auf ersten Sitz was hindonnern, das geht schneller mal. Also man kann schon echt so einen Treffer landen, wo du sagst, oh, da hat einfach alles gepasst. Jetzt ist aber so, blöderweise sind die meisten Bilder, du haust was hin und es sind ein paar schöne Sachen dabei, aber es sind auch viel schlechte Sachen dabei. Und jetzt dann ranzugehen und das auszusieben, ist dann so, also das, was mir passiert ist, das ist, ich mal weiter währenddessen, das, was mir passiert ist, das ist, dass ich dann eine Sitzung gemacht habe und dann habe ich ein halb gutes Bild gemacht. Und dieses halb gute Bild war dann so, dass ich dann irgendwie Angst bekommen habe. Ne? Und wenn ich dann weiter gemalt habe. Und boah, das war jetzt blöd. Das geht nicht. Die Farbe ist nicht schön. Also das heißt, das halb gute Bild ist dann so, dass man dann ängstlich wird. Ne? Und das bedeutet dann, dass man um die schönen Stellen, die einem so gefallen, rummalt. Dann fällt das Bild auseinander. Das geht schon mal nicht. Ne? Was man dann macht, ist, dass man um seine Lieblinge herummalt. Um die Lieblinge rummalt. Und mir ist dann passiert, die erste Sitzung ist halb gut, waren schon ein paar gute Sachen drin, dann war ich eingeschüchtert, dann habe ich die zweite Sitzung gemacht und habe eigentlich das ganze Bild ruiniert und ab der dritten Sitzung habe ich es eigentlich erst richtig hingekriegt, weil dann habe ich schon so viel ruiniert gehabt, dass dann, ja, jetzt ist eh schon wurscht. Und dann war ich wieder locker. Aber vorher war das echt schwierig, fand ich. Also, jetzt zum Beispiel hier, ne? Stimmt die Ellipse nicht. Die ändere ich jetzt noch. Es gibt ein paar Fragen aus dem Chat. Ja. Gundelbusch fragt, warum hast du erst alles blau gemalt? Weil das die Komplementärfarbe vom Kipferl ist. Ich habe irgendeine Farbe genommen. Ich hätte auch rosa nehmen können, wenn ihr gewollt hättet. Also ich mache das meistens so, dass ich oft ein Modell frage. Ich frage manchmal das Modell, was für eine Farbe, und dann male ich die. Ja, aber das Kipferl hat nichts gesagt. Genau. Das war so das Ding. Darum habe ich es entschieden. Peter K. schreibt, ich würde das Kipferl blau lassen, schaut cool aus, Avatars Frühstück. Ronny schreibt, meinen Sie, dass es einen Unterschied zwischen einem autodidaktischen und einem akademischen Maler gibt? Auch gute Frage. Im Verhalten oder in der Maltechnik? Das muss ich jetzt den Ronny fragen. Peter K. schreibt was, das ist fast Englisch. Sargent ist genial. Ja, das stimmt. He's genius. He's a genius. So, da oben. Atelier CHD schreibt, fuck Akku, war leer, 20 Minuten Ladekabel gesucht. Geile Aussage. Monika Neuwert schreibt, im Stream sieht das bei mir so aus, als ob im Blau des Tellers ein Rotstich wäre. Ist da wieder ein Farbenunterschied zu deiner Vorlage? Nee, aber ich habe die Farbe nicht auf der Palette. Da bräuchte ich Ultramarinblau. Und das ist echt auch so die Sache, also das ist passiert ja oft, dass man ja die richtige Farbe da hat und dann versuche ich irgendwie in die Nähe zu malen. Ne? Kann man das so sagen? In die Nähe malen? Ja. Klingt das komisch? Komisch? Aber wenn du zu dem Blau ein bisschen ein Rot dazu gemischt hättest? Habe ich gerade gemacht. Ja. Aber das Pyrolrot, das ich so gepriesen habe, gibt kein sauberes Violett. Müsste ich
Das kann ich gleich zeigen. Ich kann mich bemühen. Okay, ich gebe es zu. Ei, ei, ei. Ey, die Crowd ist echt ganz schön anspruchsvoll. Echt, ey. Oh, jetzt muss ich noch eine Farbe auspacken, ha? Also das heißt... Moment, aber wenn du jetzt schon noch eine Farbe auspackst, dann könntest du doch gleich das richtige Blau auspacken. Nee, das will ich nicht. Man muss dann irgendwie wie es so schön in den letzten Jahren hieß, alternative Wege gehen. Ronny fragt, in der Herangehensweise Umsetzung. Also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, an der Akademie ist es jetzt nicht so, dass man groß was lernt. Ne? Das möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ne? Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das ist blöd. Also das heißt, an der Akademie haben sie uns auch keine Maltechnik oder irgend sowas beigebracht. Das muss man auch sagen. Also und dementsprechend ist es natürlich dann schon so eine Sache, also dass du, wenn du jetzt glaubst, an die Akademie zu gehen und da kriegst du dann die totale Erleuchtung, das wird nicht stattfinden. Das muss man auch so sehen. Aber da, wo der Unterschied zum Autodidakten ist, das ist, dass die Leute, die an der Akademie studiert haben, ein bisschen konzeptueller vorgehen. Also das heißt, die werden getrainiert, also an der Akademie wird man trainiert, möglichst viel heiße Luft zu seinen Bildern zu fabrizieren. Also möglichst viel Blabla zu machen zu können. Ne? Das Coole dran ist, ihr seht jetzt, die Farbe ist so fett, dass ich eigentlich echt die Möglichkeit habe, sogar die Farben so ineinander zu malen. Ne? Also da, wo sie... Ne? Aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich habe ja noch hier dieses Grau. Dann male ich wieder, kann ich dagegen malen. Also wenn ich eine weiche Kante haben will, dann mache ich die mal gleich. Also wenn ich es unbedingt haben möchte. Ne? Muss ja nicht sein. Ne? Es ist übrigens schon ein paar Mal im Chat gekommen. Das Bild ist jetzt schon sehr schön, schreibt Esin Asia. Ja. Die Blautöne haben etwas an sich. Ja, und also ich sehe es da ja auch in kleinem Monitor. Es schaut eigentlich bis auf das, dass das Kipferl noch etwas blau ist. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Aber sonst schaut das eigentlich schon ziemlich fertig aus. Echt? Ja. Ich hab das Bild noch nicht angeschaut. Ja, schau mal damit. Echt jetzt? Na. Nicht? Oh, das da. Also der Glanz am Teller, glaube ich, macht es irgendwie so schön fertig. Das da meinst du? Ja. Mhm. Na, also das ist mir sogar noch ein bisschen zu fad, ehrlich gesagt. Also das ist so. Na, also da will ich schon noch ein bisschen das Ding tunen. Gundel Busch schreibt, Paul Cézanne, Max Ernst, Vincent van Gogh, alles Autodidakten. Ah. Stimmt nicht ganz. Sascha Biermanns schreibt, Yay! Da in Europa schon vor langer Zeit die Schulpflicht eingeführt wurde, trifft man auf keinerlei Autodidakten. Diejenigen, die sich als solche empfinden, sind im eigentlichen Sinn Dilettanten. Ja, das ist ein schönes Wort. Weil witzigerweise nämlich, das ist bei uns erstmal so negativ belegt, das Dilettieren. Aber es war so, im 19. Jahrhundert war das dann einfach so, dass es da Leute gegeben hat, die haben halt eben, weil sie so viel Geld gehabt haben, mussten sie nicht unbedingt arbeiten und haben dann zum Beispiel der Musik gefreut. Also das hat dann Dilettanten gegeben, die eben mit Brahms musiziert haben. Also die der Brahms als Mitmusiker geschätzt hat. Ne? Also solche Sachen hat es echt wirklich gegeben. Also das heißt, bei uns ist es jetzt immer nur so negativ. Oder Amateur bedeutet ja ein Liebhaber der Sache. Ne? Also. Dem Fabian Pichelmeier ist es noch zu blau. Was, das Kipferl? Wahrscheinlich. Ich weiß, das Lustige dran ist irgendwie so, dass ich das dann, bis ich das immer ändere, dass das allen total auf die Nerven geht, dass ich es nicht ändere. Ne? Das sagen mir immer die Leute. Ich habe da mit dem Rainer, der edle Spender unserer Bouteille, der hat gesagt, er sitzt dann vom Rechner oder wo es anschaut
und leidet förmlich, dass er denkt, ah, wann änderte das endlich? Ne? Also das ist so. Und mir geht es auch so, wenn ich dann manchmal so Mal-Demos anschaue, sehe ich das auch so. Na, also das heißt, ich adjustiere dann auch die Tonwerte wieder. Na? Und je mehr Farbe ich drauf knall, the better it is. Da ist es dann ein bisschen mehr. Na? So, jetzt schau ich mal hier, ne? Das ist die Farbe ist noch nass. Es wäre jetzt, also ich habe sie jetzt echt ein bisschen ausgelassen. Das ist diese Farbe. Jetzt schauen wir mal, ob ich das Blau hinkriege, oder? Das wäre jetzt so das sportive Element. Ne? Mhm. Dann mache ich mal eine Pause. Yes. Warte mal, wo war denn das? Alexandra Noles schreibt, ich streiche meinen Balkon in Blau mit Eye-Tempera. Okay. Das Kipferl für die blaue Stunde, schreibt Peter K. Und die Jeanette Stein schreibt plus E. Weil sie heute mit der Tastatur besonders viel kämpft. Und davor hat sie geschrieben, Wetterfest ohne E. Wir haben Glücksrad. Ich kaufe ein E. So. Ja, es ist echt, mich irritiert es jetzt auch echt fast ein bisschen. Dieses heftige Blau. Ingo E.P. Ulrich schreibt, kann man deine Plein Airs irgendwo sehen? Also entschuldige, das hast du vorher schon gefragt gehabt. Nee, mittlerweile, ich habe die echt von der Homepage runtergenommen. Na? So, also das heißt, je mehr ich dann drumherum mal, desto mehr kriege ich auch dann die richtige Form hin. Also da, wo die Ellipse einfach nicht passt oder so. Das kann ich ja echt, will ich dann auch wieder... relativ gut. Ich habe jetzt echt wirklich zu viel. Ich könnte jetzt, glaube ich, na, ich habe sowieso noch einiges zu malen, also insofern ist gar nicht so tragisch. Gundelbusch fragt, nutzt du dann auch mal deine ausgefransten Pinsel so zum Puscheln? Ja, auf der Strukturpaste. Puscheln ist ja schön. Puscheln ist ein gutes Wort, ja. Ja, ich benutze es schon so, dass ich dann immer wieder mal die Pinsel dann so. Also ich habe ein paar beim Ölmalen mache ich das auch, dass ich so ein paar alte Pinsel habe, die ich dann so für die, ja, wo ich dann so Strukturen einsetze, wo halt dann der Pinselstrich einfach sehr chaotisch ausschauen soll, dann nehme ich so einen alten, verwanzten Pinsel. Ne? Mit dem geht es natürlich dann super. Also. Ja. Jetzt nur mal so strategisch gefragt. Hättest du einen Föhn? Ja. Wieso? Wirst du ungeduldig? Naja, du malst jetzt irgendwie so die feinsten Details außen rundherum. Ah. Und? Stört sich oder was? Ja, es ist schon so gut. Findest du echt? Kann man den partiell einen Teilhammer? Auf dem großen Bildschirm des Fernsehers schaut der Hintergrund sehr echt wie Holz aus, schreibt Peter K. Ja, danke. Bob 100 Wasser schreibt, ich glaube, das Kipferl muss in den Backofen, sonst kriegen wir das Blau nicht los. Ja, ich hab. Der liegt sogar da drüben, der ist gar nicht mal weit weg. Magst du mal föhnen wohl? Ja. Nein, ich tu mal föhnen. Hey, föhnen. Also falls ihr jetzt irgendwelche gewichtigen. Ups, da. Ey, shit.
Gewichtigen. Genau, jetzt sind wir beide verschwunden, weil mir der Pinsel runtergefallen ist. Ai, 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 ai. Ah. Und meine Dings. Und die Arme. Oh, du hast noch eine Steckdose gefunden. Sackelzement, hey. Also, das heißt, ich gehe jetzt mal auf Nummer 1. So, die Nummer 1. Haben wir da irgendwie den Ton muten oder was? Den 1er-Ton muten? Nö. Nee, da müsst ihr damit zurechtkommen. Jetzt bin ich da. Tempera ist doch wasserlöslich. Wetterfest? Eitempera ist wetterfest? Und? Kann man deine PLRs wissen? Ja, wie gesagt, ich habe die alle. Das macht er echt richtig gut. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Schlupf, Kipferl. Braucht gar gar nicht. Schlumpf, Kipferl. Ich glaube, das Kipferl muss in den Backofen. Das ist super, dass ich das jetzt auch mal aus der Entfernung sehen kann. Also von da drin schaut es ganz gut aus. Ja, aber da geht noch was. Da geht noch was. Jeanette, ey, ich habe keine Ahnung, was du da schreibst. Wie kommt man auf sowas? Haha. Also Schlumpfkippern. Ah ja, genau. Ja, das ist crazy minds. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, jetzt wäre der Zeitpunkt. Ja, danke. Das habe ich vergessen, ja. Super. Wenn Ei einmal getrunken ist, bekommt das so schnell nicht mehr weg. Hey, ausprobiert. Ja, das stimmt. Eitempera ist so. Das schaut total crazy aus. Mit dem... Das ist Kipferl noch nicht mal. Aber ich sehe echt noch ein paar Verzeichnungen und so. Also, es ist schon mal wieder wie eine... Interessante Performance. Ja? Ja, genau. Ich wollte mal mit deinen Haaren hierher kommen. Es kommen keine Fragen. Ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit, meine volle Aufmerksamkeit zu bekommen und... Warte mal. Ich glaube, das passt schon. Oh yes, wonderful. Okay, er hat gute Arbeit geleistet, muss man einfach sagen. Ey, es ist, ich habe ja normalerweise, hab ich ja keinen Ralf. Das muss man auch sagen. Also im richtigen Leben bin ich ja mal, aber so ein Ralf ist extrem praktisch. Also ich finde, jeder sollte sich einen Ralf halten. Also das ist einfach so. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Wir föhnen das Bild. Also das war so auf vielfältigen Wunsch. Oh ja. Oh, you did a pretty good job, baby. Yeah, that's pretty good. I like it. Ja, all right. So, auf vielfältigen Wunsch male ich jetzt das Kipferl, oder? Ja. Ja, aber ich hätte noch... Was denn sonst? Ich hätte noch so viele andere Sachen zu malen, ehrlich gesagt. Ui. Naja, dann mal endlich die anderen Sachen. Ich habe nämlich echt aus der Entfernung einiges gesehen, was noch meiner Zuwendung bedürfte. Jeanette Stein schreibt, so machen die beiden auch ihre Käsekreiner heiß. Kann man so sagen. Jeanette Stein, wo bekommt man so einen Ralf her? Ja, der Ralf, den habe ich im Winterschlussverkauf gekriegt. Zwei sind zum Preis von einem, aber einer war kaputt. Ja, ja. Der hat geleckt. schlechter Scherz. Ups, daneben. Ich habe übrigens schon ausgeleckt. Ja, ich auch fast. Hier. Tu mal ohne. Ja, müssen wir. Müssen wir. Wir haben ja, ich habe leider versagt, indem ich keine Eiswürfel fabriziert habe. Ja, ich muss eigentlich schon einen Tag früher kommen und Eiswürfel machen. Ja, das ist zu groß. Das ist so groß. Das war jetzt wieder die Wodkaflasche, die er mitgenommen hat. Also auch diese verschiedenen Nuancen, wenn man die reinmalt, so wie immer sie sieht, das kann dann schon was. Kann was. Leinwand, kann was.
Also, oh, umschalten. Okay, hat aber keiner drauf reagiert. Ja, jetzt habe ich umschalten. Ich habe jetzt nur ein paar Kleinigkeiten gemacht. Also, da, ups. Und nochmal ein bisschen dunkler am Rand. Das Ganze dann logisch ist, da kann ich dann die Übergänge machen. Da ist es dann so, das ist auch relativ hell. Rand ist ein bisschen dunkler. Da ist es hell. Überall da. Dadurch kriegt es dann auch so eine Räumlichkeit. Wenn man dann, also ihr seht, also was ja eigentlich auch jetzt ganz gut zu sehen ist, das ist, dass man auch die Übergänge ganz gut hinkriegt, wenn man immer wieder weitermalt. Also, und das ist lustig, jetzt hat er mal das Kipferl getrocknet und ich mal wieder nicht am Kipferl, ne? Ich möchte auch was sehen. Ja, ich habe schon umgeschalten. Okay. Mhm. Okay, also, jetzt muss ich glatt einen Pinsel verwenden, um... Oh. Aber gelb im Tuch. Mhm. Da oben spiegelt es ganz schön, ne? Also. Okay, ihr seid ein bisschen Schmähstart gerade. Also das ist so. Aber um nochmal zu erinnern, also es sind 100 Leute im Live-Chat und es sind 53 Likes. Also mache ich wirklich so fürchterliche Arbeit heute. Wer weiß es? Also wenn ihr uns ein paar Likes da lasst, dann freuen wir uns. Ja, ich habe gerade in Abwesenheit auch noch schnell geliked. Echt? Was? Ja. Wie du Getränke holen warst. Ja. Ey, du bist echt ein Wunderwutzi. Ja. Ja. Also ich halte mich natürlich auch echt oft an das, was ich sag. Ne? An das, dass ich erst einmal die dunkelsten Dunkelheiten mache. Und aber Cheerio, Miss Sophie. Schmeckt auch so gut, finde ich. Ja. Mhm. Oh, von 53 auf 62 habt ihr gut. Don't forget to like and subscribe. Wie meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen das immer so schön sagen. Don't forget to subscribe. Ja, in Franken gibt es solche Ralfs nicht. Echt, gibt's sie nicht? Ja. Aber mit Schweizer Franken bekommt man solche Ralfs. Das stimmt. Da sieht man, was dann das Blau drunter macht, gell? Das ist verrückt, oder? Wenn du das anschaust. Mhm. Schaut aus, als wäre das Kipferl mit Schlumpf gefüllt. Ja, Schlumpf. Schlumpf. Da könnte ich jetzt was an Geschichte erzählen, aber die interessiert wahrscheinlich niemand außer mir. Es gibt nämlich eine Sängerin, die hat so Opernpersiflagen gemacht. Und da verarscht sie dann die deutsche Sprache. Und sie singt dann so: Schlumpf, Schlumpf, du bist mein geschnitzige Pitz. Also sie singt halt nur Blödsinn, aber sagt halt einfach nur diese Wörter, wie Deutsch klingen könnte. Ich könnte dir jetzt recht geben. Das interessiert ja wirklich nur dich. Das stimmt. That's right, that's right. Na
Marcello ist zu spät gekommen. Ja. Benutzt du durchgängig die Strukturpaste? Ja, ich hab sie jetzt immer wieder hier in die Pinsel mit rein. Und dadurch kriegt sie auch jetzt, wie man jetzt bei dem Orange sieht, ihr seht ja, wie die hier transparent wird. Da kann man es eigentlich sehen, ne? Mhm. Ist ja viel zu dunkel jetzt, ne? Aber das ist so, ich baue das auf und aufgrund dessen habe ich ja den Vorteil, die Struktur gut ist und ich dann diese Übergänge gut malen kann. Na? Ich muss ehrlich sagen, also ich bin... Darf ich selber begeistert sein gerade? Moment. 1,45, ja. Das ist jetzt die Zeit. Das ist jetzt die Phase, wo du begeistert bist. Ja, echt? Bin ich da immer? Ja, so ungefähr. So vom Endspurt, ja, ja, oder? Ja, das ist so... Romy fragt, denken Sie, dass die heutige Kunst später mal in Museen zu sehen ist oder alles in die Tonne wandert? Dass die heutige Kunst später in den Museen zu sehen? Oh, das ist echt eine gute Frage, weil ich war heute in der Albertina. Und ich finde echt wirklich, also ich bin manchmal echt wirklich erstaunt, warum dann bestimmte Sachen einfach so gehypt werden. Und es ist echt wirklich erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Interessante daran ist, es ist eine andere Frage, finde ich. Nämlich, wenn man... Es sind zwei Sachen, die ich interessant finde. Das eine ist... Cool, oder? Die Mitschrift wird großartig. Die was? Die Mitschrift. Welche Mitschrift? Naja, falls ich eine Mitschrift anfertigen würde. Es gibt zwei Sachen. Das eine ist Ich bin gerade begeistert. Und das zweite? Also das erste ist, wenn zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, das finde ich eigentlich ein interessantes Gedankenspiel, wenn man sich vorstellt, dass sowas passieren würde wie Pompeji. Das heißt, wo dann ein Vulkan mit Lava über ein zeitgenössisches Museum drüber gehen würde. Ne? Und dann wird es dann nach ewig langer Zeit wird es wieder ausgegraben. Dann würde man wahrscheinlich, wenn da jetzt ein Fahrrad drin steht mit ich kenne ein Kunstwerk von einem Künstler, das ist ein Fahrrad mit lauter Plastiktüten drauf. Und die graben das dann aus, dann würden sie sagen, ja, das war halt ein Fortbewegungsmittel dieser Zeit. Also die würden das gar nicht als Kunstwerk erkennen. Das finde ich ein interessantes Gedankenspiel. Also das ist die eine Problematik, meiner Meinung nach. Und die andere ist, dass, ich habe es vergessen, aber die andere Problematik ist, dass es total eigenartig ist in unserer heutigen Zeit, dass viele dieser Kunstwerke, die in den Museen sind, nicht bei normalen Leuten zu Hause sind. Das finde ich auch interessant. Also das heißt, wir bauen eigentlich seit langer Zeit bauen wir riesengroße Paläste für die Kunst. Also das ist so, wenn man bedenkt, in den letzten Jahrzehnten, das Mumok ist jetzt auch schon lang alt, aber die haben einfach ein ganzes Ding gemacht mit vielen Museen. Kunsthaus Bregenz, Getty Museum, Bilbao, sucht das aus. Das ist einfach, da haben sie so viele Museen gebaut und mit richtig viel Geld. Also so ein Museum ist ja also, dass das einfach ein Luxuspalazzo ist. Das muss man einfach sagen. Und das, was da drin steht... iPad? Okay. Das, was da drin steht, ist nicht für einen Otto-Normalverbraucher. Ne? Das finde ich total erstaunlich, muss ich sagen. Ah, Mann, ich bin in Farben ganz gut, ha? Mhm. Ich glaube, ich kann Farben ganz gut mischen. Mhm. Gibst du, du hast geübt? Ja, manchmal lasse ich mich gehen und bin richtig Dings.
Aber das andere, was mir heute aufgefallen ist, tut mir leid, ich rede noch ein bisschen drüber. Das andere, was mir aufgefallen ist, das ist, dass so ein Dilettantismus ist, den ich total komisch finde. Also das ist so, diese Munch-Ausstellung jetzt in Wien, die ist total eigenartig, weil der Munch schon irgendwie nicht besonders gut gemalt hat und dann alle, die im Dialog mit dem Munch sind, die können auch nicht malen. Also es ist wirklich phänomenal. Also das ist alles so dilettantisch. Also da sind die Zeichnungen sind schief und sowas. Also alles, über was ich mich so bemühe, das findet da nicht statt. Das ist denen völlig wurscht. Das ist kein Kriterium für diese Art von Kunst. Es wird immer besser. Merkst du es? Ich finde ja sogar das Blau im Schatten da, extrem, ne? Cool. Ja. Das sollte ich nicht ruinieren. Ich finde auch hier, ne? Ja. Diese Geschichten. Also dafür ist ja die Untermalung da. Ja? Ja, mir hat sich auch noch die Frage aufgedrängt, wenn du da jetzt überall Strukturpaste zur Farbe dazu mischst, ja, dann spachtelst du ja eigentlich die Struktur, die du zuerst gemacht hast, wieder zu. Ja, zum Teil, ja. Mhm. Mhm. Das ist aber so, das wäre jetzt echt so die Frage, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dann, na, wenn ich das jetzt mal mache, ja, und je mehr Strukturpaste drauf ist, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, mit der Spachtel irgendwie sinnvoll was zu tun. Nee, zeige ich gleich. Das war eine gute Frage, Ralf Onso. Tja, wo kriegt man so einen Ralf Onso her? Im Bauhaus. Mhm. Irgendwo zwischen dem Kleintierfutter und der Impulszone bei der Kasse. Impulszone heißt es. Schau, wie ich das jetzt mache, ne? Schon, ne? Ja. Ist schon sehr sexy. Weil dadurch nützle ich jetzt wieder die Oberfläche aus. Ne? Also ich verstärke das ja, ne? Also, es ist abgefahren, ne? Also das muss man ehrlich sagen, also. Also das ist so, ich kann mit dem, aber das, schau mal her, wenn ich jetzt hier rüber gehe, ne? Da, ne? Ui, das wollte ich nicht. Okay. Okay, war ein guter Versuch, der aber leider daneben ging. Na? Das ist dann so. So, so, da gibt es ganz viele Dinge, die ich vorlesen muss. Okay, shoot. Und weil du das ja auch irgendwie magst. Das sieht echt gut aus, schreibt es in Asia. Janet Stein schreibt und tut es immer noch. Gundel Busch schreibt super. Esrin Asia schreibt boah. Janet Stein schreibt, ich glaube, diese Farben passen auch gut zum gebackenen Karpfen ganz gut. Wer ist das, die Janet? Ja. Ich glaube, die muss ein Bild mit einem Karpfen malen. Also, wenn ich das richtig verfolgt habe. Gundel Busch schreibt, Stefan Nützel, sagst du deinen Satz noch zu Ende? Welchen? Hast du in der Zwischenzeit schon? Es gibt zwei Dinge. Erstens, boah, ja, genau. Ja, genau. Peter K. schreibt, die Lava vom Kahlenberg. Die Nachwelt denkt, warum fahren die in einem Raum Radl? Ja, genau. Andrea Müller schreibt, ich finde das Bild super toll, mich irritiert nur der rechte Rand vom Teller, der ist etwas schmal. Der rechte Rand vom Teller. Da? Ja, ich glaube ganz außen. Ja, da, weil das ach, das da. Weiß. Das Weiße. Ja, ja. Ja, das wollte ich noch aufräumen. Das mache ich noch. Jeanette Stein schreibt, da knabber ich schon lange dran, wie sich die Rolle von Gemälden geändert hat. Ja, also das ist schon irgendwie schwierig, finde ich. Also. Gese Schulze schreibt, naja, so eine Fettecke hätte ich auch gern zu Hause. Ich nicht. Ich hätte es gerne in der Bank. Also und da ist es schon so, wenn ihr es anschaut, also das ist die Sache mit dem Koffern ist halt wichtig, ne? Dass ihr schaut, dass dann, also das ist jetzt so, Ralf, in deine Richtung. Mhm. Ich kann auch mit dem Pinsel, ich muss jetzt nicht die Spachtel nehmen, ich kann auch mit dem Pinsel dann
da diese Strukturen genauso kreieren, indem ich, das ist das, was ich zu dir gesagt habe mit den Bäumen. Schau her. Ich nehme den Pinsel auf, die Farbe ist auch gar nicht richtig gescheit gemischt. Mhm. Die ist nicht übermischt, sagt man dazu. Ja. Und das bedeutet, dass ich dann, wenn ich die Farbe auftrage, dann auch diese Strukturen erziele. Und du siehst ja, das Bild wird eigentlich immer besser von der Oberfläche her. Ne? Siehst du es? Mhm. Also es ist so, man hat ja echt das Gefühl, du kannst jetzt wirklich hingreifen, weil so dieses Blättrige. Mhm. Jetzt ist aber so, es ist trotzdem so, dass es vielleicht dann echt der Knackpunkt ist, das Ganze ein bisschen zu beruhigen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt dann wieder... Ich lese mal in der Zwischenzeit ein bisschen weiter vor, weil ich muss da ein bisschen was aufholen. Ja. Gundelbusch schreibt, das Bild ist mega, so viel Räumlichkeit. Stefan Nützel, bravo. Jeanette Stein schreibt, also dass Munich gar nicht malen kann, finde ich ja nicht. Gundelbusch schreibt, nützlich die Oberfläche aus, coole Bezeichnung. Andreas von Klei schreibt, ich muss sagen, bei meinem letzten Besuch in der Neuen Nationalgalerie bin ich am längsten an der Munich-Serie gestanden. Ah, ich habe gewusst, dass ich mich da jetzt in die Nesseln setze. Wir reden immer von persönlichem Geschmack. Also das ist so, ich finde, dass er schon intensiv ist in seinen Sachen. Ich finde seine Malerei, seine Druckgrafik war echt ziemlich gut in der Ausstellung. Muss man sagen. Und und das Ganze ist immer persönlicher Geschmack, möchte ich euch nur sagen. Jeanette Stein schreibt, ich male doch Karpfen mit Kartoffelsalat. Probier's mal mit Farbe. Karin Metze schreibt, wie du das immer schaffst, das gemalte Bild ist besser als das Foto. Das war aber mein Ausgangspunkt, ehrlich gesagt. Weil ich habe nämlich auch gedacht, das habe ich gewusst, dass das kommen kann. Aber es ist tatsächlich so, mein Ansatz ist echt immer der, dass ich möchte, dass ihr seht, dass jedes Motiv auch, wie soll ich sagen, was hergeben kann, wenn ihr das mit dem... Also wenn euer Ausgangspunkt der ist, dass ihr euch Gedanken... Also ich habe mir Gedanken gemacht, was ich damit machen möchte. Und deswegen kriege ich es auch hin. Das ist jetzt nicht einfach so, dass ich das zufälligerweise mache. Und das finde ich, ist dann auch der Unterschied. Also das ist dann so... Ja, schon geil. So, und abschließend, dass ich die Kommentare wieder irgendwie alle vorgelesen habe. Alexandra Noles schreibt, ich kriege jetzt gerade Hunger. Echt? Ich muss jetzt schon auch relativ vorsichtig mischen. Also ich tue jetzt schon ein bisschen genauer mischen. Das ist so, die Farbe, die hat mir nicht gefallen. Ich baue jetzt eine helle Farbe hier. Die ist immer nicht hell genug, das sehe ich jetzt. Sie muss rötlicher sein. So, und das ist aber so. Da wäre zum Beispiel jetzt auch so, dass ein Orange total super wäre. Weil das echt mühsam ist, die zwei Farben ineinander zu malen. Da. Ich habe auch einen anderen Tonwert. Wobei da wieder... Jetzt muss ich mal hier noch... Ich muss jetzt auch... Und das ist auch das Ding mit der Acrylfarbe. Die trocknet einfach immer dunkler auf. Und das heißt, dass ich tatsächlich immer wieder drüber gehe, um die Helligkeiten richtig zu erwischen, damit es nicht zu düster wird. Ja? Ich habe dann oft das Problem, dass dann die Helligkeiten dann zu groß zu hell werden, weil dann malt man die Stelle, die man hell haben will, hell und dann ist es noch immer nicht hell genug, dann malt man noch ein bisschen heller drüber und noch ein bisschen heller und dann werden die Glanzlichter immer irgendwie tendenziell so größer, als sie eigentlich sein sollen. Ja. Wie, hast du da irgendeine Idee, wie man da
wie man das verhindern kann? Indem man wieder dagegen malt. Ne? Also du malst dann wirklich irgendwie bewusst einen dunklen Platz irgendwo hin? Ja. Okay. Die Gesie schreibt, vielleicht muss man auch nicht malen können, um Kunst zu schaffen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch wieder ein legitimer Ansatz. Keine Frage. Ne? Also vor allem, wenn man Opernsänger ist zum Beispiel. Love it. Ich werde jetzt mal irgendwann mal eine schöpferische Pause machen und in den Endspurt gehen. Otter. Zwei Sachen. Gundelbusch schreibt, wenn ich das jetzt sehe, weiß ich nicht, wieso du lieber mit Öl malst. Dieses Bild spricht doch emotional so an. Wieso ist Acryl ein Stiefkind? Okay, war auch eine Antwort und das war ein ganzer Satz. Und Monika Neuwirth schreibt, sollte doch immer der Anspruch sein, dass das gemalte Bild besser als das Foto ist, sonst hänge ich mir ja das Foto auf. Ja, das stimmt. Ja, wie wahr. Also das mit der Ölfarbe und der Acrylfarbe, das ist so, es ist immer wieder die gleiche Diskussion. Das hätte ich jetzt nicht in der Zeit, hätte ich das nicht geschafft mit der Ölfarbe. Also das ist ein totaler Weg, den kann ich nur... Aber mit Strukturpaste und Öl hättest du es schon geschafft. Ja. Ja, hätte ich schon geschafft, ja. Das ist wirklich gut. Was? Aber du weißt, ich halte mich sonst irgendwie sehr zurück. Von was redest du jetzt? Das Bild. Findest? Ja. Echt? Danke. Thank you. Vor allen Dingen, also es ist auch so, habe ich das schon mal gesagt, dass ich schaue, dass wenn ich eine Farbe im Pinsel habe, wo ich sie noch überall hänge. Ich glaube, jetzt ist es mein Lieblingsstream. Ich glaube, das liegt einfach an dem guten Wodka. Der gute Wodka vom Rainer. Rainer. So, ich mache jetzt kurz eine schöpferische Pause und dann gehe ich in den Endspurt. Tschicke, 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 tschicke. Das Weiß geht mal aus. Aber ansonsten, es ist echt nicht schlecht, ne? Irgendwie hat es schon echt richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Also es war so... Ich meine, das Blau ist der Knaller. Ein paar Sachen gibt es schon, die noch nicht passen. Zum Beispiel? Du kannst es jetzt sagen, dann ändere ich es noch. Also da, finde ich, gehört mehr Glanz rein. Ja? Und da, der Glanz ist ein bisschen zu hell im Vergleich zu ja, ja. Zu okay. Dem daneben. Okay, super. Ja. Mach ich weg. Also, mach ich weg. Du, Alter, mach ich weg. Ja. Aber... Und der Schatten vom Teller ist, finde ich, da hat eine zu harte Kante. Da, meinst du? Ja. Da unten? Ja, das kriege ich auch hin. Aber das ist ja eine Geschmackssache. Ich habe den Wodka schon wieder fast weg. Weil du nichts zu tun hast, du sitzt so daneben, bist du mit dem Auto eigentlich da? Ja. Also, in Österreich wird das nicht so genau genommen, weil eigentlich die Polizisten eigentlich auch betrunken sind. Oder? Wobei, das ist... Ein sehr leichter Wodka, muss ich sagen. Ein sehr leichter Wodka. Ja. Okay, Emojis lese ich nicht vor. Okay. Ich könnte sie nur vortanzen und... Da kannst du auch deinen Namen tanzen. Nein. Okay. Lecker. Ich glaube, das ist ein Törtchen. Aber ich bin mir nicht sicher. Hinter Schatten könnte etwas mehr Transparenz zeigen. Ansonsten sehr nice, schreibt Atelier CHD. Ja. Ja, der Schatten, fand ich auch. Welcher Schatten? Unten? Der Schatten vom Teller, ja. Ja, ja, ja. Der ist auch von der Farbe her, man hat das Gefühl, dass er dieses Grau ist. Ja, ja, der muss noch irgendwie ein bisschen. Der fällt ein bisschen raus. Aber das ist so, ich schaue mir das jetzt dann an und so, es sind ein paar Glanzlichter. Und wir haben es so eingerichtet, dass du hinzoomen kannst. Ja, oder? Das kann man. Ja. Das heißt, du könntest jetzt mal hinzoomen, dass man da die Struktur und dieses Blau da drin schalt mal um. Schalt ja, mal ja, um. Ja, 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 schalt mal um. Schalt mal um. Schalt mal um. Dum, 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 dum. Oh ja. Geht schon, ne? Ja. Da könnt ihr jetzt mal die Structure sehen. Hm? The Structure.
The Structure. Jetzt werde ich wieder zurück. Umsen. Schuck. Ist es wieder ganz drin? Ja. Ja. Yes. Also keine Fragen? Nix? Hast du eine Frage an mich? Wann ich fertig bin heute? Wann du Dienstschluss hast? 2 Stunden 05, na? Oh, ey, 2 Stunden 05? Ja. Nicht schlecht, ich bin gut in der Zeit. Ja. Aber dafür, dass ich rumpalabert habe? Ich möchte mich noch echt wirklich tatsächlich, das Licht kommt, von wo kommt das Licht? Also es gibt schon Glanzlichter, aber die sind da, also das muss ich mal schauen. Ja. Macht es einen Unterschied, wenn man transparente Strukturpaste nutzt? Fragt Marcello. Was heißt ein Unterschied zu was? Also ich hätte diese, ich habe ja die transparente Strukturpaste deswegen verwendet, weil, warte kurz, machen wir mal so. Ich habe die transparente Strukturpaste deswegen verwendet, weil ich die Zeichnung sehen wollte. Ich habe halt nur einfach ein bisschen zu viel Farbe in die Strukturpaste reingegeben. Das heißt, die ist nicht so richtig transparent geworden, wie ich es eigentlich wollte. Man hätte nur Fuzzi reingeben müssen, also minimal. Und man kann es ja in verschiedenen Farben machen. Also das ist so, da gibt's keine Begrenzung, kann man sagen. Aber was halt interessant ist, ist natürlich auch so diese unterschiedlichen Strukturen jetzt in dem Bild. Die sind natürlich auch, finde ich, interessant. Und es sind schon ein paar Sachen, die mir jetzt auch noch auffallen, die ich noch machen kann. Der Schatten da passt nicht ganz. Also es sind schon... Aber da geht es ja echt wirklich auch darum, dass man... Ich glaube auch, dass das dann... Also es geht darum, also mir geht es ja darum, das rüberzubringen, um was es geht. Aber letztendlich, wenn jemand das Kipferl nicht sieht oder die Vorlage nicht dazu sieht, dann ist es nicht so, dass er dann sagt, ah, das ist nicht richtig gemalt oder so. Also ich glaube schon, dass das nicht so das Thema ist. Ja, also. Sascha Biermanns schreibt, wie, kein Eurythmiker bei euch? Also bei uns nicht. Ich könnte jetzt nur für den Sascha könnte ich was Eurythmisches tanzen. Nein, das machen die nicht, glaube ich. Also ich habe es noch das nicht gesehen. Das war der Like-Tanz. Das war Like-Tanz? Mhm. Weil der Sascha sich nämlich diesmal so zurückgehalten hat. Thumbs up. Mit dem Likes einpeitschen. Ist es der Sascha Konstantin? Nein, es ist Sascha Biermanns. Ah, Sascha Biermanns, entschuldige. Ja, Sascha Konstantin, aber der ist heute nicht da. Okay. Glaube ich, zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen. Okay. Ja? Das ist der Gipfel, schreibt Dirk König. Das ist der Gipfel? Das ist das Gipfel. Das Gipfel, das Gipfel. Das Gipfel, Gipfel. Ja. Das Gipfel ist das. Mhm. Aber die Form habe ich ein bisschen eigenartig gemacht. Also ein bisschen ausgeartet. Aber das wäre alles so diese Sachen. Weißt du, ich kann das jetzt natürlich noch wieder. Ich werde auch wieder dagegen machen, wenig. Also das ist so. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir hier deppert rumsitzen. Niemand will was, ich drücke wieder auf super sowas, bevor jemand was schimpft. Jawohl. Nämlich, wo war ich stehen geblieben? Also das heißt, der Schatten. Na, das ist dann so. Und jetzt dann. Also es gibt so eine Farbkonsistenz, finde ich. Na? Also es ist ja auch so, wie hier habe ich ja das Violett, also da ist ja so ein Violettton drin, ne? Den ich reingemalt habe. Werner Teuber schreibt, vielleicht noch am unteren Kipfelrand die Lichtreflexion vom Teller andeuten. Aber es ging ja um die Technik als solche. Ja, nein, das ist, ich werde dann schon noch ein paar Sachen werde ich machen. Also das ist schon so, dass ich jetzt noch... Das noch. Da noch. RS, der Ronny heißt, fragt, gibt es einen Künstler, den Sie kennen, auf den Sie neidisch sind? Nee. Vom Können her? Vom Können her, nicht vom Verdienst. Vom Verdienst her, auf, schon auf ihn. Gute Fragen heute. Vom Können her. Ja, gibt es echt massig. Also ich bin nicht neidisch, aber es ist einfach so, wo man blöderweise anerkennen muss, dass man Schwierigkeiten hätte, da hinzukommen, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel Michelangelo, muss ich ehrlich sagen, ist der Wahnsinn. Also weil das ist einfach so, das sprengt mir
obwohl ich, also ich habe noch keine Bildhauerei betrieben und so, also ich habe jetzt nicht aus Marmor so ein Ding rausgeschlagen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was er gemacht hat. Der hat dann die Sixtina, die Decke gemacht, nach 26 Jahren hat er die Wand gemacht und dann hat er am Schluss zum Drüberstreuen, also ich jetzt mal abgesehen davon, mit 26 hat er, glaube ich, die Pietà gemacht, dann den David. Also so Meilensteine und dann zum Drüberstreuen am Ende seines Lebens macht er noch die Kuppel vom Petersdom, wo so und so viele Architekten dran gescheitert sind. Das ist natürlich blöderweise etwas, wo's schon etwas verfälzt. Das muss man schon sagen. Also bei der Malerei ist es einer wie der Menzel oder der John Singer Sargent. Es gibt Maler, die waren so exzeptionell gut, wo auch zum Beispiel beim John Singer Sargent in Paris in seiner Klasse alle gesagt haben, pff, der ist der Wahnsinn. Also das ist so, das hat es schon auch gegeben. Das ist ein bisschen so, ich finde, es gibt ja in Österreich gibt es einen Kabarettisten, das ist der Josef Hade. Und ich finde, das ist auch erstaunlich. Der wird wirklich, das ist so einer, der auch von seinen Kollegen gelobt wird. Mhm. Normalerweise ist er so, die Kollegen können die Kollegen. Aber der steht irgendwie wie so, der steht irgendwie da. Ich habe aber keine Ahnung. Der ist aber also, dass er nicht so wahnsinnig viel Neider hat oder so, die jetzt andauernd irgendwie deppert reden oder so. Ne? Das finde ich, ist schon erstaunlich beim Hader. Ich glaube, dass es schon immer so Leute gibt, die so rausstehen. Oder der Menzel, der absolut brillanter Zeichner war und echt nichts anders gemacht hat. Also, das ist schon... Also, man sieht auch zum Beispiel, wenn ich jetzt den Pinsel so trocken drüber fahre, dann kann ich auch zum Teil weiche Kanten fabrizieren. Na, die müssen nicht immer... wie soll ich sagen? Dadurch hat man echt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier... habe ich dann echt die Möglichkeit, dann... Das ist auch wieder eine Farbe, die habe ich ja oben drin im Teller, aber wenn ich das jetzt reinmache, siehst du, was das dann macht? Also das ist so, das schaut auch wieder anders aus wie auf der Vorlage, aber das stört keinen großen Geist. Oh Gott. Wie war das Ding? Das Bingo, oder? Dieses Bullshit-Bingo. Wir hatten das aber bei unseren Lehrern auch in der Schule. Ist das aufgefallen? Weil du hörst die einfach die ganze Zeit und sie sagen einmal das Gleiche. Ja, aber Lehrer sagen ja teilweise auch immer das Gleiche, damit vielleicht irgendwas davon wirklich ankommt. Ja. Also auch hier zum Beispiel, ne, wenn die Striche zu breit waren, sobald ich dann so leicht drüber gehe, also du hast ja gesagt, dass das zu grell ist, ist es so, dass ich dann auch hier zum Beispiel, ne, siehst du, da ist es ein bisschen heller. Dann ist es, das wird dunkler trocknen, ne? Aber diese verschiedenen Farbigkeiten, ne? Die machen das dann letztendlich, dass es eigentlich ganz gut wirkt im Endeffekt, ne? So, das war das eine. Ich wollte noch das Blau ändern. Wo ist denn der blaue Pinsel? Ja. Sag noch. Das Kipferl und der Schatten sind in der Vorlage doch drinnen, sich eindeutig. Das ist dieses indirekte. Das da? Ja, also die indirekte Beleuchtung. Ja, aber das... Da müsste man Struktur von dem Blauen drüber malen, das ist nicht gut. Ja. 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 Was ist mit einer anderen Farbe? Besser so? Ja, weil also ich glaube, dass der Schatten dann auch nicht so prominent irgendwie dann das Kipferl so auffrisst. Ja. Aber halt schon wieder... Aha. Aber du siehst, Este Roni hat eine Bitte, vielmehr ja. Einen Wunsch. Einen Wunsch? Der wäre? Das weiß ich noch nicht. Ich warte auf die nächste Zeile im Chat. Was wünscht sich Roni? Ich hätte doch auf dich hören sollen. Und das Ultramarinblau rauspacken. Kommt's? Claudia Grabherr schreibt, Ed Stefan, wie heißt bitte die Strukturpaste nochmal? Die heißt... Hansi.
Impasto Gel 2 von Lars Cox. Ja, das ist eine wunderbare Sache von Lars Cox. Wie wichtig ist es denn, dass ich genau diese Strukturpaste kaufe, wenn ich eine Strukturpaste haben möchte? Ja. Ach, du stellst einfach immer gute Fragen, das muss man einfach sagen. Nicht wichtig. Wichtig ist, dass man, es, man muss schauen, dass diese Strukturpasten, es gibt von den Firmen, von verschiedenen Farbherstellern, gibt es unterschiedliche Produkte, die aber ziemlich ähnlich funktionieren. Ich kenne jetzt Ronnys Wunsch. Der wäre? Malen Sie doch mal einen Edward Hopper. Ich liebe diese Lichtschatten, diese Lichtschattenspiel, dieses Lichtschattenspiel. Wieso soll ich einen Edward Hopper malen? Wie würden Sie es umsetzen? Mit Ölfarbe, aber der Edward Hopper hat ja schon, der Edward Hopper hat ja schon gemalt. Das ist ja schon, er hat es ja schon gemalt. Also so Kopien kann man schon machen. Ich meine, es wäre irgendwie die Frage, ob ich mal eine Kopie machen sollte. Sollte ich mal eine Kopie machen? Im Stream? Ja, aber dann lieber auf einen Rockwell oder irgendwie was. Ich habe für einen da, den ich nicht fertig gemacht habe. Ich muss jetzt das Blau austauschen. Ich habe das Blau nicht, ne? Ja. Also das ist so... Da ist es heller. Jetzt mache ich es weißer. Strukturpaste, Chakalaka. Und da oben ist es auch heller. Seht ihr das? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so die Kanten ein bisschen undeutlicher mache, das war jetzt ein bisschen zu undeutlich. Ja. Manuela Kastenhofer schreibt, es gibt nichts Schöneres als Tiefen. Als Tiefen? Ja, also... Stopp, das Kipferl war schon längst fertig vor dem hellblau Knusperrand. Echt? Ja. Findest du auch? Na, ich finde den schon sehr cool. Den hellblau Knusperrand? Ja. Dass ich den jetzt nochmal genauer gemacht habe. Ja, ja, ja. Na, das ist dann so. Na, das ist dann so, wenn ich jetzt einfach also die Übergangsfarben mache, dann ist es schon so. Das muss heller werden, hast du gesagt, ne? Du. Ich habe nicht gesagt, es muss, ich habe gemeint, dass es ja in der Vorlage meiner Meinung nach da, ne? Unter Umständen um ungefähr drei bis vier Stufen auf der nach oben offenen Richterskala heller ist. Aber jetzt macht es echt. Ha! Jetzt läuft es. Ne? Hey, Alter! Alter! Kennst du diesen Video? Und diese Schauspielerin, ups, war ich gezittert, tschupp, wo diese Schauspielerin das Wort Euder erklärt. Na? Kennst du? Na? Das ist lustig. Aber weißt du, ich bin halt kein Deutscher, ich schaue mir keine Videos an, wo mir jemand Euder erklärt. Ah, du bist echt der unsympathische Arsch. Best. So, Endspurt. Stefan, wie wäre es mit einer Caravaggio-Kopie? Schreibt Fabian Pichelmeier. Fabian, selber malen. Selbst ist der Fabian. So. Ja, und der Ronny bleibt jetzt echt dran und wünscht sich echt mit Bitte einen Hopper. Wieso? Zum Lernen, was da wichtig ist. Hoppa. Hm. Habe ich noch nie dran gedacht, ehrlich gesagt. Also. Jetzt geh mal weiß aus. Tja. Nein, das lass es gut sein. Also das ist so. Nein, das ist schon okay. Das ist schon okay. So. Das sind die letzten. Das Bild ist fertig, wenn das Weiß weg ist. Finishing touches. Ah, es ist schon geil, oder? Unglaublich. Also langsam ist es also, dass ich ein bisschen ein Gespür kriege für, das ist echt gut, dass ich ein bisschen ein Gespür kriege dafür, wie die Farbe dann letztendlich dann auftrocknet. Ne? Also das ist dann schon auch so, ne? Wo es dann weißt, okay, das ist jetzt so. Oh.
Das da. Das ist es. Das hat er weggenommen. Mhm. Mal wieder rein. Ja, danke. Da. Und dann geht es da runter. Na, ist das dann? Ist das da? Das da? Das da? Und das da. Ich würde sagen, wie sagen wir so schön, am Bau bast, wackelt und hat Luft. Na? Kann man so lassen? Ja. Ich habe gerade noch die Idee gehabt, Verzeichnungen korrigieren ist schwieriger, wenn man so arbeitet wie du jetzt. Wieso? Wenn man so die Strukturbaste mal irgendwie angelegt hat und dann macht man das Kipferl um einen Zentimeter weiter den Bauch irgendwie weiter raus. Können wir schon machen, ja? Das kann man schon machen. Aber das wird schon auffallen, oder? Also ja, das fällt schon auf. Weil das Kipferl in der Vorlage ist ja ein bisschen gebogener. Ja. Und wenn du da jetzt das Kipferl... Aber wenn ich das rausmache? Ja, okay. Wenn du das jetzt weiter rausmachen... Nein, ich sage nicht, dass du das machen sollst. Doch, mach jetzt. So, wie es ist. Wenn du da raus... Weil dann ist halt dort keine Struktur im Kipferl. Doch, die muss ich wieder schaffen. Also ja, aber die... Okay, ja. Na? Das heißt, ich mache das dann so, dass ich dann... extra viel Strukturpaste dazu. Ja, ich nehme wieder Strukturpaste dazu. Ja, also ich fand das aber gut so, wie es war. Nur für den Chat, ich fand es gut so, wie es war. Na, das ist dann, schau her, wenn ich jetzt dann... Das reißt ja trotzdem auf. Ne? Das ist dann so... Ja, wobei die Farbe, die gefällt mir ganz gut. Die habe ich noch gebraucht. Na? Da. Ein bisschen, dass es rockt. Mhm, ja, ich war schon gut. Ja, siehst du, ich hab's gesagt. Siehst du, erst. Jeanette Stein schreibt plus T. Ja. Und dann hier muss es ein bisschen dunkler machen. Da muss es dunkler reingehen. Apo da schreibt, also theoretisch könnte der Tisch noch etwas grauer werden. Grauer? Was ist denn das für eine Angabe? Der ist grau. Nein, ist schon so. Es ist schon eher so auf der türkisgrünen Seite. Also ich bitte. Aber ich bin ein großer Freund von farbigen Graus. Ja. Denn wer das Grau beherrscht, beherrscht die Farbe. Wer hat das gesagt? Alle. Weiß ich gar nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Ein Malerkollege aus Oberbayern. So, eine Sache mal noch. Probier's mal. Ah ja, auf der Strukturpaste signieren ist natürlich auch ein bisschen eine spannendere Sache. Ne? Da kann ich nichts mehr machen. Schau. Geht fast nichts. Ja. Ja. Naja, aber da jetzt irgendwie dann noch einen schönen, sauberen, geraden Strich, dass man den Namen noch lesen kann. Ja. Rainer schreibt, Mahlzeit, bin heute leider etwas spät dran, aber für Kunst ist es nie zu früh und selten zu spät. Rainer, wir haben uns bei dir auf dein Wohl, ne? Wir trinken deinen Wodka. Nicht den ganzen. Wenn du den Anfang anschaust oder so, wirst du die Lobpreisungen auf dich hören. Ne? Und da ist es halt so, du siehst es, ne? wenn ich jetzt solche Sachen mache, dann ist es ja so, dass dann, ja, entweder es wird zu fleckig oder nett. Also das muss ich dann immer adjustieren. Das ist also, ne? Oder ich muss es dunkler machen oder, ne? Das ist dann so, je mehr Farbe, weißt du, wenn mal jetzt was auseinanderfällt, dann nimm es wieder zurück. Wenn es mal zu arg ist, so wie jetzt, ne? Das war sie nicht, brauche ich nicht. Aber muss ich wieder eine andere Farbe nehmen. Ich habe sie ja noch auf der Palette jetzt gerade, ne? Und dadurch entsteht dann halt einfach diese Struktur und so. Das ist so... Aber ich glaube, ich habe jetzt das klar gemacht, um was es geht. Also das heißt, man kann, das musste auch ein Motiv sein, das natürlich, ich habe hier drei verschiedene Oberflächenstrukturen. Also das muss ich jetzt einfach mal so erklären. Ich habe natürlich auch eine Sache gemacht. Ich habe hier einen veritablen Ralf gemacht. Also nicht ganz, aber fast. Nämlich ein ziemliches Kipferl. Nur drei Pinsel verwenden. Ah. Ich habe mich total zusammengerissen und so. Und das ist so. Man weiß, es verbraucht. Schaut euch das Bild noch einmal. Ja, schaut echt cool aus in der Aufnahme und so. Ja.
Rainer schreibt, Prost. Ich komme auch nur deswegen zu spät, weil ich heute wieder mit unserer Rebecca unterwegs war. Ah. Ralf Bohnen schreibt, und ich lese nur vor, weil der Ed Stefan Nützel dabei steht, also wenn du schon mal dabei bist, kannst du ja die Perspektive an die Vorlage anpassen. Die Perspektive an die Vorlage anpassen? Ach so, das heißt, das hier. Jetzt? Oh, das ist schon ein Abfahren. Hey, oh. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ups, das ist... Das war keine gute Idee. So, bis jetzt habt ihr es gesehen. Oh shit, jetzt wird es noch nass. Oh, das klebt. So, jetzt musst du die Fingerabdrücke wieder nimmer. Raus. Zum Glück ist er Grifffarbe. Das könnte ich jetzt bei der Ölfarbe nicht machen. Aber es schaut aus, es hat sich aber schon ein bisschen gewölbt. Weil ja, es hat sich echt nicht. Merkst du es? Ja. Ja, es ist echt wirklich phänomenal. Das heißt, wir müssen. Schnell noch drauf schauen. Ja, schaut noch mal drauf. Der letzte Blick. Oh, es ist echt. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid auch happy. Ne? Monika Neubert, was sagt sie? Das ist ein Herz. Das ist für mich. Es war wieder sehr lehrreich. Vielen Dank dafür. Das Kipferl ist echt mega. Schalt um. Nur schade, dass es kein Bratwursthörnchen ist. Bratwurst, es gibt doch so Würstel im Schlafrock. Ah, genau so heißt es, genau. Würstel im Schraflock. Schraflock. Mhm. Also cool, würde ich sagen. Also es war ein Fest. Also, ich drücke da mal wieder auf den richtigen Knopf und es war mir zeig noch mal irgendwie blöd daher. Ja. Und wie gesagt, es wird dann auch meine Kontoverbindung unten in der Videobeschreibung sein, für diejenigen, die kein PayPal haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unsere Arbeit natürlich so gut findet, dass ihr die in der Form unterstützt oder aber auch natürlich mit noch einigen Likes oder mit Kommentaren oder mit Teilen und mit Wodka, wie der Rainer. Moment. Sachspenden sind großartig. Aber wir müssen das ja alles dann auch konsumieren. Mhm. Und das will keiner sehen. Also, wie gesagt, es hat ja schon Streams gegeben. Ja, ja. Es hat schon Streams gegeben. Ja, es hat schon Streams gegeben. Nennen wir es mal so. Also auf jeden Fall, ja, also mehr bleibt mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, oder? Was meinst du? Gibt's noch was? Also ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass wir uns echt drüber freuen, wenn ihr uns unterstützt. So, jetzt reicht's aber dann. Wer ist denn das? Ja. Das ist die Manuela. Manuela, schöne Grüße nach Linz. Nach den Linz beginnt's, ne? Das sind Körner Croissants mit Bratwurst drin. Eins kostet mittlerweile 2,05 €. Ey, das ist aber echt relativ günstig. Moment, sowas kriegst du in der Ölse. Moment, die Jeanette wird gleich irgendeine Korrektur noch dazu schreiben, weil sie hat sich bis jetzt bei fast allem. Ja. Okay. Dann machen wir es kurz und ja, genau. 2,5 Stunden Moment, haben wir gebraucht. Das Herzchen also da insofern. Machen, sonst zieht es nicht, ja. Sweet, sweet. Ich hoffe, du verstehst meinen Humor und nimmst mir das nicht krumm. So, gibt es sonst noch irgendwas? Na, wir sehen uns nächste Woche wieder in diesem Theater. Ralf wird hier sitzen. Und ansonsten, ja, wird es mit der Acrylfarbe noch weitergehen. Ich glaube, ich werde das jetzt noch diesen Monat machen und das ist jetzt April. Und dann schauen wir mal weiter, was dann alles passieren wird. Das ist jetzt die gute Sache. Wir nehmen natürlich dann auch immer wieder Ideen auf, wie vom Ronny, der dann gemeint hat, vielleicht machen wir mal eine Kopie oder vielleicht auch wieder, die andere Geschichte ist auch interessant, wirklich ein Bild, also das, was ich dir vorgeschlagen habe, ne, das ist immer unfair, wenn ich nur dich quäle. Ne? Ich muss ja auch dazu bereit sein. Ja, hab ich aber bei den Streams schon mal gemacht. Aber ja, und. Es ist ja auch, glaube ich, für den Stream jetzt nicht besonders interessant, wenn du ein Bild von dir korrigierst und ich ein Bild von mir korrigiere, weil das sind ja sowieso sehr unterschiedliche, da fangen wir schon sehr unterschiedlich an und gehen dann noch einmal in unterschiedlichere Richtungen. Aber das ist jetzt schon interessant, finde ich. Also finde ich immer interessant. Aber wie gesagt, das können wir danach, wir werden es dann jetzt danach noch ausdiskutieren sozusagen und dann... Aber in diesem Sinne würde ich sagen, schaut nächste Woche wieder vorbei, wenn ihr Ralf sagen hören wollt. Gute Nacht.